Bestimmt. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es gar nicht mehr, ob Captain Kettensäge nochmal kommt. Aber der ging ja dann sogar, weil man wird ja auch stärker mit der Zeit und ich Ja, glaube doch. deswegen Es geht, sagen wir durch es das mal so. Es Pimpen. gibt Schlimmeres nachher. Um Yay. einiges Schlimmeres. Yay. Auf in die Stadt, Dinge tun, angeln gehen. Ach so, ja, dann begrüße ich mal. Ich schaue nur ganz kurz, ob der Ton passt. Moment, nochmal. Ich gehe schon mal so weit meiner Wege. Ah ja, du bist einen ganz kleinen Ticken zu laut. Dann mache ich dich nochmal Oh ganz ja, Captain kurz. Brotkasten lernst du denn ja auch noch kennen. Was? Captain Brotkasten, oh ja, der ist toll. Nein. Captain Das hört Brotkasten. sich nicht gut an. Captain Brotkasten ist ein laufender Albtraum. So, warte. Ein Traum. Brombeeren. Okay, jetzt passt's. Und die Spielmusik sollte auch passen. Könnte ich sogar noch einen Ticken lauter machen. Bist du eigentlich schon da? Ja. Ich mach schon, ich Okay. gehe schon meiner Wege. Du gehst schon rum, okay. Machen wir mal so und so. Ist die Musik. Hört ihr die Musik? Ich höre gerade gar keine. Ich glaube, es läuft einfach gerade keine. Ah, Oh, doch, ganz. Commander Root, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So. Okay, dann begrüße ich jetzt. Mein Ja. Gott. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiba und spiele zusammen mit dem Schusch Stardew Valley. Schon stürzt. Und ich lieg im Bett und du arbeitest schon, gell? Ja, ich bin schon wieder So muss das sein. bei meiner Geliebten. Oh. Oh, Warst wir du haben beim Friseur? Samstag. Nein, ich bin nur gelegentlich Saiyajin. So, warte mal. Hab ich Aber jetzt. nur gelegentlich. Okay, ich habe sowieso zwei bei ihr, also kann ich ihr sowieso nichts schenken heute. Stimmt, aber nächste Woche ist ihr Geburtstag. Oh. Oh, da war ja was. Und Stimmt. ich habe so schon. Geht's noch mir so? Spielt MG zu viele Videospiele? Es gibt nicht zu viele, meine liebe Caroline. Hier, hab ne Brombeere. Wie schaut es eigentlich bei mir mit dem Sam aus für die Woche? Ah, der hat auch schon zwei Geschenke. Perfekt. Ah, yes, ja, Ero hat auch einen Channel. Da schaust du mal. Shit, jetzt habe ich den Multi-Twitch gar nicht im Titel. Ach Fuck. so. Ach, guck mal, die Penny ist Ich auch hier. wusste gar nicht, dass man das irgendwie. Ich kenne das gar nicht, muss ich Ja, gerade gestehen. das Problem ist, ich habe nur einen, das ist nämlich der Andy, mit dem ich so Multi-Twitch habe. Und Aha. den Link haben wir auch quasi in uns auf unserem Server im Titel. Ah. Aber der Angel ist ja zum Glück lieb und hat gerade den Multi-Chat, den Multi-Twitch in den Chat gepostet bei mir. Ah, cool. Es ist Hallo, Bentas. eigentlich ist es ganz einfach, aber ich bin trotzdem zu retarded für sowas. Hallo, Aki. Ja, wenn ihr das bei mir auch posten würdet, wäre das voll lieb, weil ich bin dafür zu Banane. Wow, das ist ja mal. Oder zu Kartoffel. Ja, ich meine, beim letzten Mal haben wir gelernt, ich habe nur Fische im Kopf, du hast nur Kartoffeln im Kopf, also. Genau. Das werde ich nie wieder vergessen. Ich habe letztens Kartoffeln gekocht und musste wieder daran denken. Dass du Ich nur muss jetzt beim Kartoffeln im Kopf Kartoffeln. hast. Genau. Ich muss jetzt beim Kartoffeln kochen an Stardew Valley und an dich denken. Ist das nicht schön? Oh. Kling. Perfekt. So, ich habe gerade geerntet. Danke, Angel. Super, sehr cool. Einfach mal einen Köder aus einer Truhe gezogen. Also keine Küche. Keine Küche. Nee, aber Oh. ich glaube, das brauchen wir jetzt sowieso nicht mehr. Aber wobei, Ja, ich stimmt. hätte schon gerne eine Küche. Wobei Ja, ich gar denke nicht ich weiß, ob ich mir. meine Bude überhaupt ausbauen kann oder ob das nur auf dein Haupthaus geht. Das weiß ich. Ich glaube, das geht immer aufs Haupthaus, ehrlich gesagt. Ich habe eine Seegurke aus dem Wasser gezogen. Schön. Es sieht sehr falsch aus, sagen wir es so. Aki, Zamin, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Da schneit's hier ja gleich im Herbst mit euch. Satelle. Irgendwo,
Ich muss jetzt wieder gucken, weil ich habe schon wieder komplett vergessen, was ich für Fische für die Bündel brauche. Ich glaube, das Ding ist besser als den Dreher, den du hast. Das Problem ist, ich kann die noch gar nicht benutzen, weil ich dafür die, die letzte Angel brauche und die kostet immer noch 7500. Ja, das haben wir aber gerade auch nicht, gell? Nee, ergo, ich möchte erstmal ein bisschen wieder dafür sorgen, dass wir Geld reinkriegen durch Angeln und was ich halt so tue. Bevor ich jetzt 7500 was auch immer ausgebe. Ich habe Senfkohl geerntet und Auberginen. Vielleicht brauchen wir das für das Gemeinschaftszentrum. Nein, jeder Spieler kann sein eigenes Haus upgraden. Ach so, Mantas, danke. Mentas, nicht Mantas. Das ist gut. Und Ragnar Zero, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Muss ich ja auch mal irgendwann gucken. Ach, der hat meins abgegradet, weil ich hingegangen bin und gesagt habe, ich will eine Küche. Klar. Würde ich hingegangen, hätte er wahrscheinlich meins abgegradet. Ja, natürlich. Aber da brauchen wir Holz für. Ich habe unser ganzes Geld ausgegeben. Okay. Ja. Also muss ich da auch irgendwie mal hinsparen. Fuck. Aber die können wir uns ja teilen, die Küche. Ist ja alles okay. Ich weiß halt nur nicht, ob ich hier sollte. Ein Entenei. Sollte irgendwann die Legende eintreffen und Abigail und ich gehen Level 2. If you understand what I mean. Dann, zweite Base, dritte Base. Ja, genau, zweite Base. Das wäre ja dann zweite Base, ja. Ja. Ich mag die zweite Base. Also, ehrlich gesagt, glaube ich, wir brauchen die Aubergine und den Senfkohl nicht. Also nur eine und den Rest kann ich verkaufen. Ich habe gerade, boah, zwei Rubine, geil. Einfach mal in der Kiste gehabt. Ich habe gerade voll Glück, was Kisten angeht. Und es ist noch gerade mal Nachmittag. Ja, Mensch. Wieso habe ich hier plötzlich ein Smiley auf meinem Overlay? Hm? Kommt denn der? Hm? Keine Ahnung. Seltsam. Man sieht es nicht mal. Hier. Wow. Seht ihr das da? Habe ich bei mir ein Smiley. Lass dich wieder herkommen. Kommst du mir so vor? Ich verkaufe jetzt die Auberginen. Ja. Kommst du mir so vor oder war das gerade sehr windig? Es war gerade sehr, sehr windig, ja. Weil ich habe das gesehen, auf einmal sind die Blätter voll durch die Gegend geweht. Mhm, hier auch. Mentas, das ist jetzt nur, also das spielen nur wir zwei. Hier der Schusch und ich. Aber ich mache ab und zu Community-Abende und ich glaube, der Schusch macht das auch. Und da kann man dann mit der Community spielen. Ich habe einen Anker gefunden. Einen Anker? Hast du einen Anker geangelt? Ich habe einen Anker geangelt. Cool. Ist ein Artefakt. Also ich habe jetzt heute allein schon zwei Artefakte aus dem Wasser gezogen. Die kann ich morgen ins Museum bringen. Sehr gut. Lord Jeff 238, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ach, der Jeff. Was ist denn mit Jeff? Ach, der Jeff. Jeff. Jeff, Jeff. Das Coolste halt ja jetzt ist, dass wir die Lore benutzen können, um uns schnell vorzubewegen. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Mhm. Stimmt. Das ist ich so musste cool. mich auch dran erinnern. Ich bin nämlich auch erst wieder den Weg hierher gelaufen. Ich auch. Naja. Wie Gewohnheit. So wie so ein Doofus. Irgendwie bin ich hier aber... Bin ich hier falsch? Ich bin hier, glaube ich, falsch. Magischer Angelort. Ich krieg nur Seetang. Ah. Wir brauchen noch... ganz krassen Fische nicht mehr. Eine Haselnuss. Oh, ich habe noch keine gesehen. Weißer Thunfisch. Feinster oder Meister? Nee, ein weißer. Ach, ich habe Meister erst verstanden. Meister. Meister Thunfisch. Das ist Meister Thunfisch. Vor allem, ich renne die ganze Zeit noch mit vier Bomben mit durch die Gegend. Das ist du vielleicht, bist Meister Thunfisch. Das ist vielleicht etwas, was ich mir abgewöhnen sollte. Meister Thunfisch mit den Bomben. Wie viele seid ihr? Holzbrikett, wir sind zwei. Nur. Also hallo. Ich habe auch schon auf einem Server mit vier Leuten gespielt. Stellt sich aber auch heraus, da wird Stardew Valley dann durchaus mal ein bisschen instabil.
Und glaube ich. Kickt so dann und wann mal jemanden raus. Ups. Ist ja noch Beta. Na eben, ist er noch Beta. Beta. Der Beta. Da ist sie. Mein Gott. Kürbis, Süßkartoffel. Okay, alles klar. Meister Thunfisch gefällt mir jetzt. Meister Thunfisch. So, mit dem, was ich jetzt habe, gehe ich aber nochmal zum Haus. Also zum. Es ist ja schon dunkel. Was machst du denn den ganzen Tag? Ich habe geerntet, gegossen und dann bin ich im Gemeinschaftszentrum hängen geblieben. Und jetzt gehe ich heim. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal hinbashen. Da gibt es ja leider keine Lore hin. Und wenn du eine Haselnuss siehst, dann nimm die mit. Die brauchen wir. Für ein Bündel, ne? Mhm. Ja, ich meine mich auch. Die muss es im Herbst geben. Ja, doch. Ich meine mich da auch an irgendwas erinnert zu haben. Hey, Abby. Tschüss, so. Abby. Sie ist einfach an mir vorbeigeraced. Hat's wohl eilig. Schnell nach Hause. Ist ja auch schon spät, nicht? Ja. So. Und windig. Ja gut, sowas habe ich nicht. Aber ich habe doch... War ich Thunfisch? Musst du nicht Thunfisch? Nee, Meister Thunfisch? Riffbarsch. Ja, Meister Thunfisch. Stör? Nee, Stör habe ich nicht. Mentas 12, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Okay, das brauchen wir alles nicht. Habe ich alles nicht. Oder? Nee, habe ich alles nicht. Okay. Dann ab dafür. Verkaufen. Geld machen. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, ich bin jetzt auch auf dem Weg. Ah, sehr gut. Ich schmeiß noch mein Zeug in die Kiste, sodass wir morgen ein bisschen Geld kriegen. Sehr gut. Bis dann, Raphael. Mach's gut. Nee. See you next time, Mr. Fox. Next time, Mr. Fox. Wolkig mit Windböen morgen. Okay. Ich wünsche, das wäre in Wirklichkeit so. Hier ist es so. Seit 2 Tagen regnet es und es ist kalt. Bei uns ist es nur unerträglich. Auch windig. Echt? Ja, nur warm. Krass, also hier, gestern hat es nur durchgeschüttet. Komplett vorgestern eigentlich auch. Und auch echt kalt. Also ich saß gestern im Pulli da. Vielleicht zieht es ja zu euch hoch. Ich wünschte. sogar immer schlechter. Fischen hat viel gebracht, aber meine Ernte auch, sehe ich gerade. Sehr gut. Bei dir rentiert sich das halt mehr, wenn du da, wenn du denn alles zusammen wegballern kannst. Schön. So, ich muss dann auf jeden Fall nachher mal in die Dings, in die Museum. In die Museum, okay. Rubine. Ich brauche einen Erdkristall, einen Kupferbahn, Stein und Holz. Ich will uns nämlich eine Mayonnaise-Maschine machen. Erdkristall? Ja. Ich meine, wir hatten noch welche. Ja, hier, in der Eintruhe sind Erdkristalle. In der draußen? Ja, in der rechten. Ah, okay. Sehr gut. Okay. Die Bomben. Oh, ich muss Futter kaufen. So, das Holz lasse ich mal auch hier. Wo habe ich das Holz her? Moment mal. Wir haben doch eine Eichel in unserer Kiste. Was? Wir haben eine Eichel in unserer... Ich habe die gerade rausgenommen. Wir brauchen aber eine Haselnuss. Ach, shit. Okay, gut, mein Fehler. Das ist schön, aber wir brauchen eine Haselnuss. Dafür habe ich eine Pflaume. Ja, okay. Brauchen wir die? Nee. So, gut. Wo ist denn der Erdkristall? Hier rechte, nicht. Hier. Rechte Kiste. Rechte Kiste, okay. Sieht aus wie so ein Klumpenerz. Okay. Achso. Ja gut, dann gehe ich diesmal... Warte, heute ist Sunday. Sunday, Sunday, Sunday. Ich glaube, du musst es mal anders hinstellen. Du hast die arme Katze total zugebaut. Nee. Doch. Arme Katze. Was? Ich brauche einen Aal als Antrieb. Ich guck mal, was ich machen kann, Maro. Ein Aal als Antrieb?
What? Erdkristall. Warum will ich denn jetzt hierher? Ich hab doch die Eichel gar nicht. Ich tapp. Hä, da ist kein Erdkristall. Doch. Nein. Doch. No. Rechte Kiste, ganz unten. Ich hab ihn. Der war zu klein. Und zu unförmig. Mhm. Ja. Was brauche ich noch? Stein und Holz. Jemals mit einem krassen Pink. Ich mag deine Augen, wie sie sind. So. Natürlich willst du sowas. Wow. Okay, das war offenbar nicht das Beste, was ich hätte sagen können. Was denn? Ja, offenbar, ihr zu sagen, dass die Haare so schön aussehen, wie sie sind, ist offenbar nicht so cool. Ah, okay. Das war ein fataler Fehler. Ja, okay, gut. Da willst du mal komplett, willst du mal lieb sein, willst du mal nett sein. Aber wenn sie es ja furchtbar findet, dann geht das ja nicht. Ja, aber die Schiene fahre ich eigentlich immer. Das ist so dieser, da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. So, stelle ich die Melkmaschine hin. Ich glaube hier. Melkmaschine, Quatsch. Mayonnaise. Ja! Mayonnaise! Neue Belohnung. Fundgrube. Mayonnaise. Achievement bekommen. Ich mache uns Mayonnaise! Wie cool! Oh! Komm mal ins Museum. Es gibt hier was du gebrauchen kannst. Gleich, es sieht zwar aus wie die furchterregendste Tiki-Statue, die ich in meinem Leben je gesehen habe, aber okay. Nächster, bitte! Hellrider, vielen Dank für den 8-Monate-Sub. Nächster, bitte! Ich habe mich gerade erschreckt, muss ich sagen. Von meinem eigenen Sub-Sound. Das habe ich immer bei Horrorspielen. Stardew Valley Horror. Ja. Wo sind die Zombies? Ich muss erst Futter kaufen und dann komme ich und gehe ins Museum. Weil es gibt eine Sammlervogelscheuche, die könnte für deine für deine Felder gut sein. Oh, okay. Weil offenbar sammelt die. Zumal du kannst auch meine kriegen, also dann haben wir zwei. Ja, stimmt. Cool. Dann gebe ich dir die nachher. Oh, so much crap! Dekorative Heuballen. Nee, brauche ich nicht, danke. Dekorative Heuballen für den Arsch. So much crap. 250 will die für einen Heuballen. Spinnt die. Und den kann man nicht mal essen. Nee, ich meine, was willst du denn damit? Ja. Das ist dekorativ. Ja voll dekorativ und so. Geil. Ja, voll, du. Stelle ich mir gleich hier in die Wohnung. Erstmal fragen, warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich kauf den lieber nicht. Oh, hier, Museum. Belohnung. Sammlervogelscheuche, die ist ja gruselig. Und ein Flötenblock. Aha. Weil was der Flötenblock macht? Oh Gott! Wenn ich das immer beim Kopf hab. Ja, du hast einfach so eine Tiki-Statue über deinem Kopf. Oh, ist das geil. Heute können wir wieder ein Rezept lernen, gell? Ich habe nicht mal eine Küche. Ja, du kannst unsere benutzen. Seegurke. Wieso ziehe ich immer Seegurken aus dem Wasser? Ich weiß es nicht. Larry, die Seegurke. Larry. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt hier im Meer schon genug gefischt. Ich werde jetzt heute mal... Ich gehe heute mal an See. Vor der Mine. Okay. Mal gucken, was wir da so fangen können. Ich kümmere mich ums Feld. Und dabei trage ich diese furchterregende Tiki-Statue mit mir rum. Ja gut, neben einer Scheune könnte das echt gut aussehen, ja. So ein Heuballen. Aber trotzdem, 200 ist schon eine Ansage. Das ist richtig. Dann darf das aber auch nicht kaputt gehen. Mine. Oh ja, warte mal. Ich habe ja gerade eine Bombe hier. Ich spreng uns mal diesen einen Stein weg, der uns nervt in der Mine. Okay. Ich wollte sowieso schon die ganze Zeit mal wissen, was hier hinter ist. So endet nie ein guter Satz. Ich habe ja hier gerade eine Bombe. Was bist du denn für ein Goblin?
Zwerg. Irgendwann musst du mir mehr in diesen Trank erzählen, den du Milch nennst. Was? Was? Das ist ein Laden. Was? Megabombe? Oh. Bergarbeiter-Leckerbissen. Hm. Steinhaufen. Verwitweter Bodenrezept. Das ist ein Händler. Ach so. Hier ist ein Händler drin. Und ich habe gedacht, man braucht die Spitzhacke, die bessere, um da reinzukommen. Nee, ich habe nachgelesen. Man kann das auch sprengen. Ah, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Ich muss demnächst zum Schmied und meine Spitzhacke wiederholen. Ja, deswegen hast du die doch gemacht. Ja, aber dann habe ich gelesen, das geht auch so. Also habe ich es dann irgendwann gesagt, so gut, dann kannst du es auch sprengen. Ich meine, die nächste Spitzhacke werden wir so oder so brauchen. Also von daher. Ja, ja, eben. Oh, wir haben Mayonnaise. Wie cool. Ich weiß nicht, kriegen wir irgendwie Milch? Nee, ne? Jetzt noch nicht. Ich brauche dafür erstmal Kühe. Weil offenbar, Stall. Weil offenbar... Ich glaube, der ist teuer. ...will dieser Gollum, den wir da in dieser Höhle jetzt haben, Milch. Oh nein. Er denkt, es sei ein Zaubertrank. Ja, dann brauchen wir Geld für einen Stall und Holz. Dann ist können wir so. Uns Kühe holen. Kauhölzchen. Habe ich das nicht... Hä? Habe ich denn nicht vorhin abgegeben gehabt? Oh, nicht die... Nicht gießen hier, so. Okay, warte mal. Noch mehr Mayonnaise. Ich kann Mayonnaise herstellen. Ich finde das so cool. Ich finde das so cool. Mayonnaise. So, Kätzchen, jetzt denke ich auch an dich. Jetzt habe ich hier den Weg frei gemacht. Jetzt kriegst du auch Wasser. Oh. Katze kriegt Wasser. Du hattest das so zugebaut, ich bin nicht mehr zu der Katze gekommen. Ach. Ich habe jetzt umgeräumt. Blasphemis. So. Ich habe jetzt hier umgeräumt. So. Tatsache. Also ist hier unten meine Schmiede. Ja. Okay, von mir aus. Hast du jetzt hier. Ah ja, ey. Was? Ah, Hilfe! Ich will dir doch nur ein Tiki geben! Es verfolgt mich! Jetzt haben wir ja doch die Evil Within hier oder drin. Oder wo soll ich den hinpacken? Hilfe! Da vorne irgendwo. Da, hier! Hilfe! Da! Hier so? Ja, da gegenüber von der anderen. Ja, genau. Stimmt das jetzt so? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich meine, hieß es nicht irgendwie, die sammelt irgendwie auch Zeug? Echt? Hm? Ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte deinen Stock nicht. Oh, wieso? Guck mal, das habe ich auch. Hui. Was sammelt die denn? Da stand doch nur Sammler Vogelscheuche, oder? Ja, aber irgendwas stand da ja noch als Untertitel. Echt? Muss ich nochmal lesen. Muss ich nochmal lesen. Oh, wow. Sehr gruselig. Oh, noch schnell Nachrichten gucken. Die Königin der Soßen. Tortillas! Wie viele von euch verdrücken gerade ein Fertig-Burrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch! Ihr könntet genauso gut eure Bohnen in alten Putzlappen wickeln. Schiebt euch sonst wohin! Wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas probiert habt, könnt ihr nie wieder zurück. You du hast gelernt, wie man Tortilla macht. Es ist eine Falle, Kinder. You never come back. Gruselig. Auf die Eier schießen. Fischen Level 8, nice. Aber nur wegen dem Auge. Hofarbeit, was hat denn jetzt die Mayonnaise gebracht? 190, cool. Also das lohnt sich. Die Eier bringen weniger, wenn ich sie einzeln reintue. Dabei habe ich gar nicht so viel gefischt heute. Aber ist doch nicht schlecht, oder? Ja, ist trotzdem gut. So, es ist Montag, ne? Montag. Der Anfang der Woche. Dam, dam, da. Wurmeimer. Produziert regelmäßig Köder, die Würmer benötigen kein Futter. Oh, warte mal, wir haben doch Hartholz. Das Ding hätte ich nämlich gerne. Hm?
Okay. Hallo, es ist Brombeerzeit. Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde gerne ein paar Früchte in meinen Korb verloren. Kannst du helfen, Linus? Okay, Linus wants some Brombeer. Ich habe auch Post. Ach, das ist das Gleiche. Er hat seinen Korb verloren. Ach, der Arme. Seinen Korb sollen wir suchen. Okay. Was fehlt mir jetzt noch? Fasern. Fasern. Zeug. Warte, ich glaube, ich habe in meiner Truhe noch Fasern. Da werde ich ja nicht lange fasern, weil... So ein Wurmeimer, damit ich mir nicht immer... Oh ja, habe ich. Sehr nice. Wurmeimer. Du sollst doch nicht das rohe Ei essen. Du bist doch doof. Okay, dann sind da jetzt wahrscheinlich regelmäßig Dings drin. Wo, was? Ich habe jetzt neben mein Haus so einen Wurmeimer gestellt. Da kriege ich jetzt immer Köder. Ah, okay, wie Pilze. Cool. Pilze sind keine neuen gewachsen. Nee, die habe ich schon geholt gestern. Okay. So, dann werde ich nachher mal die Dings holen. Aber nicht wieder zumachen. Nein, ich mach nicht zu. Das ist jetzt das Einzige, was daneben hinkommt. Promise. Okay. Da schaut mal einmal weg und schon wieder steht da was. Ups. Das gruselige Feld hier. Mit den Maya-Tukis da. Ja, voll. What? Hallo? Was? Bist du noch da? Ja, ich bin nicht weggegangen. Okay, weil ich hatte gerade so einen ganz kurzen, merkwürdigen Disconnect. Oh. Oder? Ich nicht. Nee, alles gut. Ach, Tatsache, jetzt sind in den Büschen überall Brombeeren. Oh, so viele Brombeeren. Echt? Ja, du musst mal gucken. Viele Büsche haben jetzt hier so komische Punkte drauf. Ja, ich bin hier noch bei meinem Gärtchen. Aber ich gehe gleich los. Oh, ich glaube, ich mache noch eine Mayonnaise-Maschine. Das lohnt sich voll. Witzigerweise mit Crash Bandicoot kann ich nicht so viel anfangen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Kupferhacke. Deswegen, da bin ich nicht so hinterher. Und hier? Okay, gut. Deswegen, also die Reignited-Trilogie, die habe ich mir jetzt gegönnt. Die habe ich vorbestellt. Weil das will ich streamen, sobald ich es in den Händen halte, ohne Scheiß. Ich bin ein Riesenfan von den alten Spyro-Teilen. Mhm. Und die so aufpoliert zu sehen, wie sie da sind, da kann ich es kaum erwarten. Sag mal, was war denn das andere noch? Ah! Nichts mehr, ich habe alle Zutaten, die ich brauche. Hey, Skatjon! Long time no see! Oh, weißt du was? Wenn so viele Brombeeren gerade da sind, dann mache ich noch ein Einmachgefäß und mache Marmelade. Du kannst so viel interessantes Zeug machen eigentlich. Ja, ich schon gerne. Alles, was ich machen kann, ist dumm angeln und Monster prügeln. ich glaube, dann nehme ich die Mayonnaise-Maschine. Dann hast du deine Schmiede hier unten. Ich habe Crash Bandicoot mal gespielt, aber es ist irgendwie einfach nicht meins. Ich weiß auch nicht. Stelle ich dann... Nee, da gefällt es mir nicht. Ich will irgendwo einen Platz haben für Marmelade und Mayonnaise und so. Oh, das mache ich hier hin. Hier ist schön. Hier mach mal das. So. So, Linus, du willst Brombeeren wieder haben. Ich gebe dir ein paar Brombeeren. Also ein Einmachgefäß. Es sind überall so viele davon. Blip. Marmelade. Und noch einmal das. Kann ich eigentlich mein Haus ausbauen? Unten. Nee, oben. Also wenn du auf dem Weg bist zu der Mine. Ah, ach, das ist das hier. Ja, da ist die irgendwo. Sebastian. Du bist gruselig. Nee. Nicht wirklich. Heute ist alles gruselig. Für mich. Wo ist denn Linus jetzt? Ich dachte, der will Brombeeren. Nein, der will keine Brombeeren, der will seinen Korb.
Sein Korb, den kann er sich selber so, ne? Er kriegt den da den findet er nicht mehr. Was ist das? Jetzt mal ein blöder Korb. Was soll ich denn mit dem Korb? Ja, du gar nichts. Er findet ihn nicht mehr. Ja, da bist du. Get it, Jordan. So. Die Uga-Menschen, sie sind wieder da. Oh nein, Uga, Uga. Ja, ich gehe heute mal in die Mine. Okay. Mal gucken. Ich bin gerade ganz fleißig hier. Die Pilze noch weg. Oh, ich hätte aber noch Spiegeleier für dich gehabt. Ah, ich komme schon klar. Okay. Ich komme schon klar. Gegossen? Stirbt in der Höhle. Ja, ich habe gegossen. Okay, alles gut. Dann suche ich halt seinen blöden Korb. Ja, okay. Okay, die Spitzhacke war aber doch eine gute Idee, weil damit kann ich jetzt Steine schneller... Die großen schneller, Steine. Na, ja. Erstmal die und generell Steine schneller abhaken. Das heißt, ich frisst nicht mehr so viel Ausdauer jedes Mal. Ach so, den Ausgang zu suchen. Ah, okay. Ist ja nicht so, als ob ich nicht jetzt, seitdem ich diese Frucht gegessen habe, sowieso mich eigenartig fühle. Ich weiß auch nicht. Eigenartig so... Unbesiegbar. Wieso tut er so, als wäre ich ein Fremder? Tu das nicht, du Uga-Vieh. Der sagt, dass ich, ich bin kein Fremder. Ich wohne hier schon seit fast einem Jahr. Louis, also wirklich. Das ist nicht okay. Linus. Lasus. Lazarus. Ui, hier ist aber gerade schön. Lazarus? Ups. Jetzt habe ich natürlich auch meine Angel mitgenommen hier in die Mine. Sehr schlau von mir. Oh shit, noch mehr Uga-Menschen. Ich muss ja dem Dingsbums noch Cola schenken. Das kannst du. Das ist ganz wichtig. Und ich muss ihn noch davon überzeugen, dass er nicht mehr in dem blöden Julia-Markt arbeiten soll. Quit your job. Ja. Muss ich ihn irgendwie noch zwingen. Ich weiß noch nicht, wie. Zwingen. Ja, das geht ja gar nicht. Hast du dir den Kanal schon mal angeschaut? Konnten wir leider noch gar nicht. Ja, irgendwo ist ein Schlüssel. Ich glaube bei Louis oder ja, so. Ja, Louis hat den angeblich, aber... Hier ist der Louis. Ich bin in seinem Haus. Ich durchsuche mal sein Haus. Ja. Der Ofen des Bürgermeisters könnte mal eine Reinigung vertragen. Heiratsregister der Stadt Pelika. Nach der Heirat kannst du hier die Scheidung beantragen. Hoffen wir, dass das nicht nötig sein wird. Alter. Ein traditionelles Teeset. Der Bürgermeister muss Tee ziemlich ernst nehmen. Guter Mann. Guter Mann. Ich habe seine Pflanze gekostet. Das wird er dir bestimmt. Der Bürgermeister. Da ist er dir bestimmt dankbar drüber. Ja. Er ist hauptsächlich mit Milch und Eistee gefüllt. Eistee, der Typ hat Geschmack. Und Tee. Tee und Eistee. Du bist nicht gut genug mit Louis befreundet, um sein Schlafzimmer zu betreten. Wahrscheinlich ist da der Schlüssel. Soll ich ihm mal was schenken? Was schenke ich ihm denn? Tee. Brauchst halt zwei ein Herzen. Ein Spiegelei. Bei ihm ich schenke ihm ein Spiegelei. Das ist ziemlich nett von dir, danke. Cool, ein Spiegelei. Ein Ei aus das dem Spiegel. Das ist ziemlich nett von mir. Na, gut, so viel Kohle brauchen wir jetzt noch wieder nicht. Eigentlich möchte ich nur... Eine Brombeere. Stufe 110 erreichen. Bäh. Crap. Oh, oh hier ist es so hässlich hier drin. Kein Sammy, okay. Feuerball. Der Mann hat einfach nur Alzheimer und hat dich vergessen. Ich glaube auch. Ich war gerade noch nett zu dir, du Arsch. Hallo, Abby. Sam! Ich hab Cola! Cola! Cola!
Interessiert ihn nicht. Nein! Mann, auf die Sekunde habe ich es nicht mehr geschafft. Das gibt's doch nicht. Das ist so eine Megabombe. Ich habe jetzt so eine Megabombe gefunden. Oh oh. Oh nein. Was brauche ich denn gerade nicht? Ach gut, die kann ich auch essen jetzt. Wo hast du denn die ganzen... Ah, hier ist ein Brombeerstrauch. Wow, was ist das denn jetzt? Ich hätte vielleicht nicht unbedingt mit fast... Ich hau jetzt dieses blöde Hölzchen weg, oder... Nee, das hier hau ich weg. Den Rest verticke ich. Das Hölzchen. Ah. Weltallstiefel? Cool. Ich will auch Weltallstiefel haben. Sind die schwarz? Nee, die sind so blau, lila? Ja, oh, doch, lila. Cool. Lila trifft's ganz gut. Die das sind sogar ja besser. Cool. Musst in die Höhle, musst du dir holen. Ach, was die muss ich machen. Okay. Häschen. Jetzt habe ich blaue Schuhe. Wie scheiße sieht das denn aus? Warte mal, was kann ich bei dem Zwerg verkaufen? Nur mal aus Interesse. Aber alles Zeug von der Oberfläche. Hol mir einfach eine Nacht aus von deinen Leuten. Was ist dieses Konzept von Privateigentum, von dem du sprichst? Wie gut. Okay, der Kleine. Ich kann an dem gar nichts verkaufen, was ich habe. Okay. Also den Korb habe ich leider noch nicht gefunden. Ich glaube, der muss echt gut versteckt sein. In der Höhle sah auch nicht. Komisch. Ach ja, Bushaltestelle. Also die Megabombe möchte ich ja glatt mal ausprobieren irgendwie. Aber nicht in der Nähe von mir, bitte. Magic Ballist, moin moin. Ah, das behalten wir mal alles. Hartholz, das brauchen wir nicht mehr. Aquamarin, habe ich... Ich glaube, Aquamarin brauchte ich für irgendwas. Crap. Ich gehe in die Mine und fahre mit dem Bus, mit der Lore zum Bus. So. Ja, genau. Ach, ich schaue mir noch kurz den Heini hier an. Wobei. Hallo. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, Zwerg. Ich hole es mir einfach in der Nacht von deinen Leuten. Oh, das ist aber nett. Das ist nett. Das ist nett? Er hat gerade zugegeben, ja, dass er uns beklaut. Ja, ja, ganz, ganz nett. Du hast eine eigenartige Auffassung von nett. Lebenselixier. Knoblauchöl. Ja, es ist doch ein ganz, ganz ein netter Kerl. Ist es doch. Ein Steinhaufen. Dekoration. Schön. Okay, das heißt, er hat jeden Tag andere Sachen im Angebot. Schätze ich mal. Nee, nicht wirklich. Also jetzt in den beiden Malen, wo ich jetzt da war, bei ihm hat er immer dasselbe gehabt. Ah, okay. Aber er hat halt sowas, wo ich sonst noch nicht gesehen habe, so wie Knoblauchöl halt. Ja. Kann man selber machen, wahrscheinlich irgendwann. Irgendwann, der Küche auch. Irgendwann kannst du alles machen. Das ist ja das Schöne hier in dem Spiel. Das muss ich sowieso mal jetzt nebenbei sagen. Ja, das ist super ausgefeilt. Das Spiel erklärt ja an sich wenig, was du tun musst. Aber es gibt auch nicht viel, was du wirklich zwangsweise musst, weil das Spiel dir nie wirklich so ein... sowas vor die Augen setzt, so nach dem Motto, ja, hättest du mal das gemacht? Ja. Ja, ist einfach total beruhigend, finde ich. Mhm. Einfach schön. So. Ich bin im Bett. Ich auch. Also... Setz mich mal darüber, dann seht ihr auch mal den Tag und so. Oh, ich kann jetzt Bomben selber herstellen. Und Kampfstufe 6, 5 LP, Schleim-Eierpresse und Rezept für Knoblauchöl. Na, schau mal, na, guck. Hatten wir das nicht gerade eben? Sehr geil. Ja. Sehr geil. Was ist denn Schleimpress? Was ist das denn? Was ist das für ein Geräusch gerade gewesen? Wind. Feuerquarz, so. Eine Batterie. Komprimiert 100 Stücke Schleim zu einem Schleimei. Ein Wunder der Wissenschaft. Was sollen wir mit einem Schleimei? Weiß auch nicht. Kriegerring. Ein Wunder der Wissenschaft. Ein Wunder der Wissenschaft. Hier, bitte, nimm dieses schöne Schleimei. Mach mal ganz kurz hier kleiner. So. Ich pack den erstmal weg.
das Paket leider sind in die Truhe. Hey, Shadowhunter. Sind nicht ganz so groß. Vier Köder. Oh, so. So. Und. Und den einen Quarz behalte ich, weil das mag Abby gerne nämlich auch. Ich glaube auch, dass der mich einfach. In einer Woche halten wir ein Stern. Das Sternfolgfest ab. In einer großen Veranstaltung des Jahres, die Leute im ganzen Land hier unter bescheidenes Städtchen lockt. Du kannst dieses eigene. Sterntaler, was? Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wie du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände, mit die am besten deine Talente widerspiegeln. 9! Du wirst für Qualität und Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt. Um 9 Uhr. Gott. Verpass es nicht. Bürgermeister Lewis. Wann? In dieser Woche halten wir das fast. Es steht jetzt nicht wann. Steht bestimmt auf dem Kalender. Okay. Ich geh mal gucken. Warte mal. Ich will sowieso in die Stadt. Okay. Scheiße. Aber 9 Gegenstände. Pff, easy. Eine Bombe. Noch eine Bombe. Die dich charakterisieren. Ja, es wurde danach gefragt, was mich charakterisiert, ne? Brauchen die mal einen Lachs. Elliot. Es regnet voll schön, da muss ich nicht gießen. Ah, heute in einer Woche, am Dienstag. Ja. Ah, okay. 9 Gegenstände. 9. Also ich ich kann Fische mitbringen, ganz gute. Und Erze. Hast du Abigail's... Ich habe schon bislang alle Events bei ihr gemacht, bis halt jetzt auf das, was jetzt kommt. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen informiert, ne? Ich meine zwar viel mit meinen Eltern, aber ich weiß, dass sie noch auf mich aufpassen. Sie wollen nur das Beste. Keine Ahnung, wenn mir das verrate. Verrate es niemandem. Of course not. Ich wollte gerade die Hühner mit Eiern füttern. Ups. Das machen wir mal nicht. Ich glaube, das finden die nicht so geil. So. Also ich glaube, ich nehme auf jeden Fall Mayonnaise mit. Und ich mache gerade Marmelade. Vielleicht nehme ich auch Marmelade mit. Schauen wir mal, ob da unten noch was fertig ist. Ich habe jetzt bei Abigail schon 8 Herzen. Oh, nicht schlecht. Eigentlich müsste jetzt bald ein Event mit ihr dann triggern. Oh, und ich kann Mais mitnehmen. Sehr geil. Okay, ich habe ja noch 9 Tage, also alles gut. Da wächst noch ein bisschen was in der Zeit. Oh Mann, okay, ich gehe den Sammy suchen. Ich will ihm seine Cola bringen. Schlammer präsentiert. So. Okay. Ich muss mir mal irgendwie. Kann ich mir gerade eine Kiste bauen? 50 Holz. Ja, wer hat denn 50 Holz? 50 Holz? Was? Habe ich nicht. So. Scheiße. Ich gehe in die Höhle. Ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für Abby. Mhm. Ich lege mir mal alles, was ich dann da mitbringen möchte, in die Kiste, die hier draußen steht. Mhm. Also nicht irgendwie anfangen, Sachen zu verkaufen, die da drin liegen. Mach ich sowieso nicht. Ach so, ja dann. So, auf jeden Fall wird es mal Zeit, dass wir die Megabombe mal verwenden. Oh Gott. Das wirst du wegspringen, sprengen. Wahrscheinlich hier, wenn mir irgendwann zu viele Steine im Weg liegen. Mm. Also, Hohl hat mir gesagt, geh in Deckung. Okay. Wenn ich das mach. Dann mach das. Ergo, geh so weit in Deckung, dass du ein Bildschirm entfernt bist. Bin ich weit genug weg? Ja, wenn du, solange du nicht in der Höhle bist, mit mir dürfte das keine Gefahr sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab 6 Herzen mit Sam. Ach stimmt, bei 8 ist ja irgendwie hier so was Besonderes. Nee, nicht bei jedem. Nicht? Nee, nicht beim bei Sam jedem. Ist es bei mir schon. Die zwei am Schluss, die sind irgendwie dunkler gefärbt. Ja, das liegt daran, weil Sam mit zu den Bachelors gehört. Also zu den Leuten, die genau. Du heiraten kannst. Das dachte ich eben. Dass du das eben meinst mit nicht bei jedem. Ach so. Shit.
Dinger tun weh hier. Und halten eine Menge aus. Eine Bleirute. Geil, ich habe meine Keule wieder. Deine Keule. Ja, was mache ich denn heute? Ich glaube, ich gehe in die Mine. Ich habe nichts zu tun. Okay. Dann machen wir das. But you better watch out. And you better not die. Okay. Weil hier laufen Viecher rum. I'm telling you why. Die tun weh. Was haben wir denn hier? Buch? Ja, ich muss ja eh noch ein bisschen was nachholen. Ich muss aber sowieso demnächst in die früheren Stufen wieder. Ich brauche noch, ich brauche einen Amethysten wieder. Und ich habe Spiegeleier dabei. Es sei denn, du möchtest eventuell für mich in die früheren Etagen und nach... Ja, das mache ich ja jetzt auch. ...nach Amethysten suchen, weil das wäre... Ach so. Weil sonst geh ich morgen dahin und suche nach Amethysten. Kann ich eigentlich eh machen. Ja, nur wenn du möchtest, das wäre halt super cool. Ja, weil ich ja eh in die früheren gehen wollte. Ach so. Kann ich schon machen. Aber wie früh muss ich da? Ich wäre jetzt halt bei 85 sowas reingegangen. Musst du früher sogar noch. Da, wo noch Kupfer und alles spawnt. Also so, ich schätze mal so die ersten 50. Ach so, okay. Ja gut, kann ich aber auch machen. Ich hole mir nur meine Sachen, die ich verpasst habe. Aus den Kisten erstmal. Weltallstiefel! Komm, Stiefel! Sehr geil. Plus 4, plus 4. Noch habe ich die große Bombe nicht benutzen müssen. Aber ja, heb sie dir auf. Nimm sie nicht einfach irgendwie für einen Schaman und dann brauchen wir sie später. Nee, 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 also... Schmaan. Oh, achso, ich hab schon den Punkt erreicht. Hilfe! Schnell weg hier! Dann steigst du aus dem Aufzug und wirst direkt angepöbelt. Ach, da waren gleich Gegner, direkt als ich aus dem Aufzug raus bin. Das war gerade echt fies. Ich gehe aber auch so Stufe 20 rein. Weil, ja. Okay. Alles für die Abby. Ich auch. Ich will ja noch, dass sie ein Geburtstagsgeschenk hat. Ich habe zwar die Geschenke für sie schon, was diese Woche angeht, durch, aber ich kann da noch mehr. Schon so geil aus. Ah, okay. Sehe ich es erst. Schön blau. Ach, ich wollte ja eigentlich auch noch die Bären suchen. Den blöden Korb suchen. Soll ich das machen? Kannst du auch. Du bist ja jetzt eh. Ich bin jetzt sowieso hier, weil ich habe mein Tagesziel schneller erreicht, als ich dachte. Ah, oh, okay. Ich glaube, dann mache ich nur die eine Ebene hier schnell und suche dann den Korb. Ja. Ich suche halt Amethysten. Ich kann jetzt ja auch Bomben selber herstellen, ne? Mit Eisenerz und ein Kohle. Die brauchen nicht mal viel, die normalen Bomben. Wie geil. Nur ein bisschen Eisenerz, was nicht so schwer zu kriegen ist. Und ein Kohle. Oh Mann. Oh Mann. Ich kann mir meinen eigenen Sprengstoff machen. Die Welt hat einen Fehler gemacht. Oh Gott, ich sehe schon kommen, dass du dann im Valley alles zerstörst. Na. Im Valley Stadium. Im Valley Stadium. Ist das hier ein Amethyst oder was ist das? Nein, ein Topaz. Ah, das ist nicht das Richtige, leider. Ein Topaz. Ein Thomas. Ein Thomas. Ich hab da so einen Thomas. Oh, ich weiß noch, wo diese Motten damals noch ernstzunehmende Gegner waren. Und jetzt machen die Dinger nicht mal mehr Schaden. Ich schon lustig. Und mit meinem Schwert, ich muss die nur so ein bisschen berühren und die sind tot. Ich one-shotte die. Ja, eben. Ich muss nur in die Nähe gehen mit meinem Schwert und die sind tot. Ich habe dieses schwarze Schwert jetzt so Mihawk-Style. Obsidian-Schneide habe ich. Genau, ja, das ist ja das. Das haben wir ja gefunden. Ah. Das ist ja das Gute. Stimmt. Ja, das ist richtig gut.
Toll, jeder gibt so an, wie geil sein Schwert ist und dass es viel besser ist als das von dem anderen. Aber und dann, es ist dasselbe. Das Gleiche. Okay, jetzt gehe ich raus aus der Mine, dann kann ich noch kurz suchen. Ich werde zwar wahrscheinlich nicht mehr viel sehen, aber ich probiere es mal. Ich probiere es. Ah! Oh, ich habe, glaube ich, eine Haselnuss gefunden. Oh, sehr nice. Voll geil. Dann mache ich das Bündel fertig. Bitte sei eine Haselnuss. Ja, es ist eine Haselnuss. Was zur Hölle ist das? Ah, ein Topaz. Dammit. Siehst du, das hatte ich auch gerade. Das ist in so einem lilanen Stein, deswegen dachte ich erst, ja, es ist ein Amethyst. Ja, das sah so legendary aus. Ja. Und dabei ist es im Grunde total schäbig. Mhm. So ein Schmarrn. Den Ring habe ich schon. Kein Mensch. Ich brauche die blauen. Mann. Wann hat sie Geburtstag? Jetzt Sonntag. Ah, okay. Moment, habe ich jetzt den Weg gefunden, den du gegangen bist? Welche Etage warst du? Irgendwas mit 20? Ja gut, ich glaube, dann gehe ich jetzt gerade deinen Weg. Ja, das ist blöd. Oder? Nee, hier liegt noch Zeug. Yay! Kupfer und alles. Ich habe ein Bündel fertig gemacht. Nice. Belohnung, Herbstsaat. Schön, die werde ich gleich noch pflanzen. Okay, wir brauchen also nur noch einen violetten oder einen roten Pilz oder eine Kaktusfrucht oder eine Kokosnuss. Ja, ich glaube, ich habe genau den Weg gefunden, den du gegangen bist. Oder Kiefernteer. Und? Oh Gott, wir brauchen noch den ganzen Winter. Kristallfrucht, Schneesüßkartoffel und Krokus. Okay. Ja, ich muss zurück. Es wird sonst zu spät. Also den Bus können wir erst fertig machen, wenn wir Winter haben. Dauert noch ein bisschen. Ein bisschen. Ich gehe jetzt so lange in die Mine, bis ich wieder einen Amethysten habe, den ich ihr schenken kann zum Geburtstag. Weil Quarz mag sie normalerweise auch, aber nicht so sehr wie, ne? Ah, okay. Ich vertick mal ein bisschen was davon hier. Ich, so Mani, viele. Brauche jemanden, der mir super Seegurke bringen kann. Ich bezahle auch dafür. Ich lasse es mal für dich hängen. Super Seegurke? Nee, habe ich nicht. Ja, eine super Seegurke. Vom Meister Thunfisch. Ich habe nur Fisch im Kopf. So, ab ins Bett. Hm? Der Moment, wenn du einen Schwanzvergleich hast, aber feststellst, dass er dieselbe Länge ist. Ja, das war im Grunde das mit dem Schwert eben gerade. Scheiße, ich habe all meine Sachen in der Mine vergessen. Na, hol's okay, morgen. Ich geh ins Bett. Ja. Ist er da? Ist er in der Truhe da sicher? Ja, ja. Ich wollte nur gerade noch was pflanzen, aber egal, dann morgen. Ach, ich kann nicht mit den Samen ins Bett gehen. Bäh. Oh. Das hört sich so falsch an, okay. Ups. Ich habe ein Talent dafür. Bisschen Geld. Sehr schön. So, soweit ich mich informiert habe, müsste jetzt nämlich für mich das Abigail-Event triggern. Echt? Ich glaube. Jetzt schon? Nee, nicht jetzt, aber. Ich müsste. Also nicht in der Früh, die Briefe. Wacht nicht plötzlich neben dir im Bett auf und dann so. Wahrscheinlich, das würdest du manchen hier? Leuten hier recht nahe kommen. Wenn du jemanden zeigen willst, dass du mehr als Freundschaft interessiert bist, musst du demjenigen einen meiner wunderschönen Blumensträuße geben. Ja, das habe ich jetzt schon, das weiß ich ja. Ich verkaufe sie ab jetzt zu einem fairen Preis. Wenn du eines Tages eine Familie gründen willst, ist das hier der erste Schritt, Pierre. Aha. Hey, Schuschu, soll ich mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen? Vielleicht so gegen 20 Uhr. Ich will dir etwas zeigen. Oh. Abby. Sie will dir was zeigen. In mein Zimmer. 20 Uhr. Okay. Ich gehe so lang angeln. Ich will dir was zeigen. Vor allem, ich habe... Eigentlich habe ich was anderes gelesen gehabt. Okay. Deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen perplex. Mein Gott, wir haben zwei große Eier, die brauchen wir fürs Bündel. Was denn?
Wir haben zwei große Eier. Ja, wir zwei zusammen. Oh Mann. Oh shit. Das ist so blöd. Aber wir haben die Eier haben. Nein. Oh Mann. Ich find's gerade, wie mein Chat drauf reagiert. Schnapp sie dir, Shadow, oder darf der Schoscharen morgen von einem anderen Fenster krähen? Alter, okay, bis 20 Uhr. Kühlen Kopf bewahren. Ich muss jetzt schnell zur Mine und meine Sachen holen. Leute, kühlen Kopf bewahren. Oh Mann. 20 Uhr, bis dahin ist noch Zeit. Ist noch Zeit. Vielleicht solltest du noch irgendwas Blumen kaufen. Das hat ja Pierre gesagt, das kommt danach. Ach so. Und das habe ich auch gelesen. Also, ich habe mich okay. Ich habe mich, was das angeht, ein kleines bisschen schlau gemacht halt. Ach so. Und ich habe gelesen. Ich habe nichts gelesen, weil ich. Hm? Nee, den Brief bekommst du wahrscheinlich, wenn du mit Sam soweit bist. Nein, ich meinte, ich habe nichts gelesen, weil ich es immer lustiger finde, wenn es einfach so passiert. Ich bin da, was das angeht, manchmal ein bisschen übervorsichtig, deswegen. Echt? Ja. Okay. Weil ich immer Angst habe, ich verkacke irgendwas. Oh. Hashtag knall die Alte. Nein, nicht knall die Alte. Nee, so einer bin ich nicht. Wer weiß, was sie dir zeigen will. Guck mal, ich habe einen Penis. Ich bin gar zu blöd. Hihi, sie hat Penis gesagt. Bin ich jetzt? Hä? Er ist total verwirrt. Ach, das ist Fleisch. Ich Depp. Das sind ja gar keine Köder. Ich Vollidiot. Wo bin ich hier gelandet? Hallo Nummer 505. Ich Vollidiot. So. Naja, wer weiß. Wer weiß, was sie ihm zeigen will, ne? Sonst bekommst du Performance-Issues. Das ist, könnt ihr auch so nicht sagen. So was könnte jemand doch nicht sagen. Geht doch nie. So, die Pilze mal hier schön reinmachen. Ich weiß nicht, wie weit bist du denn mit Sam eigentlich? Bei 6 Herzen. Ah. Ah. Aha. Oh. Hohoho. Okay, da brauchen wir wieder Stahlbahn und. Ich brauche noch einen Sprengklar. Ich habe jetzt keine Lust, noch dieses Dings herzustellen, was da eigentlich drunter kommt. Aber das wächst sicher auch so gut. Muss so. Das Dings. Dünger. Das Dings. Dünger heißt das Dings. So. Ja, zweimal Dünger. Zweimal Sprinkler, meine ich, wären eigentlich echt noch gut. Aber das war ja, glaube ich, mit Eisenbahn, ne? Das ist so eine Frechheit hier. Ich glaube ja. Nein. Ich gucke erstmal, ob ich einen bauen kann. Oh, wir haben ja wieder massig Geld, ne? Ja, wir haben gut Geld, ja. Ist ja in der Küche für dich drin. Entweder das oder die andere Angel. Ja, also das wäre, glaube ich, sinnvoller als eine zweite Küche gerade. Also ich glaube, eine reicht uns im Moment. Erstmal ja. Wir brauchen sie ja eigentlich auch gar nicht so. Ich mache immer nur Spiegeleier. Kriege ich hier Amethysten? Ja, scheint mir so. Du hast noch gar nicht gekocht. Nee. Wir haben überhaupt gar keine Eisenbahn. Wieso haben wir keine Eisenbahn? Überhaupt gar keine. Doch, da sind sie. Ich habe sie nicht gefunden. Ich bin blind in dieser Kiste. Ich weiß nicht, wieso. Das ist echt schlimm. Oh mein Gott. Ah, da brauchen wir aber Milch. Kupferbahn, Eisenbahn, Eisenbahn, Goldbahn und verfeinerter Quarz. Warte mal, das müssten wir doch eigentlich verfeinerter auch Quarz haben wir. Schon, gell? Da kann ich nämlich die besseren Sprengler endlich machen. Sehr geil. Sehr geil. Ja, Qualitätssprinkler, endlich. Endlich, Qualität. Endlich, mein Gott. Lang genug hat's gedauert. Oh, ich hätte es eigentlich auch schon längst machen können. Ich hab's halt nicht gesehen, ne?
Es lief halt jetzt hier auch gerade. Aber jetzt muss ich gar nicht mehr gießen und habe Zeit für wichtigere Sachen, ja? Für Wichtigeres, okay. Wie zum Beispiel in die Mine gehen. Oder Sam Sachen schenken. Ich glaube, das mit Sam ist durchaus auch mal von Importance. Der unterstützt nämlich immer noch den Einzelhandel. Ja, eben. Das geht ja nicht hier. Der muss da wegkommen. Okay, es ist 15 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Oh, ich bin ja echt gespannt, was das heute wird. Amethysten, yes! Jackpot! So. Bingo! War auf jeden Fall nicht komplett wertlos hier. Okay, dann brauche ich eigentlich nur noch 3 Sprinkler. Das müsste doch drin sein. Was mache ich denn mit den alten? Verkaufen? Okay, wisst ihr was? Wir haben den Amethysten. Und, ach, einen kann ich nur noch. Schoschmann Pro-Tipp, wenn ihr ein Date habt, geht nicht schmutzig hin. Deswegen gehen wir jetzt ins Badhaus. Pro-Tipp. Pro-Tipp, ja. Aber voll. Also nicht gerade von der Mine, so super. Noch obwohl, dreckig, stinkend. Ja, ist doch perfekt. Voller Monsterblut. Brauchst du, hast du natürlich einen Duft, dann brauchst du kein Deo mehr. Nee, darauf stehen die Frauen. Darauf stehen die Frauen nicht. Wenn du meine Tipps nicht hören willst. Ich meine, du bist eine Frau, so, ja. So, schnell ein Bad nehmen. Ja, aber wer weiß, ob ich das. Ob ich weiß, das alles ist so absolut. Richtig erzähle. Ne? Hä? Mein, ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier sowieso was bringt oder nicht, aber erstmal ab ins Bad. Ab ins Bad. Wahrscheinlich triffst du da jetzt die Abby. Nee, es ist niemand hier, außer mir. Okay. Ich frag mich eh, ob man da auch mal jemanden treffen kann. Bisher tote Hose. Oh nein, das war schon wieder. Tote Hose im Badehaus. Beim Sex wird man sowieso wieder schwitzig und eh. Leute, denkt doch nicht immer so. So denken Gentlemen nicht. Okay. Ich bin sauber. Ich bin energiegeladen. Ready to roll. So. Oh. Okay, angezogen und fertig. Ja, anziehen wäre auch noch von Vorteil. Ja, wenn ich in Badehose zu ihr komme, ich glaube, das kommt nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch, ne? Ein bisschen merkwürdig, vielleicht. Ja, also ich habe das Ding nicht gefunden von dem, den Korb. Leider. Ich auch nicht. Ey, yo, Linus. Ich bin gerade guter Laune. Hier. Das Ding verkaufe ich und... Herbe ah, halt, Brombeer. Stopp. So. Ich bin gerade guter Laune, hier eine Brombeere. Einfach Brombeer. So, und das große Ei muss noch oben in das Gemeinschaftszentrum. Okay, let's go. So langsam schon mal hinmarschieren. Nani? Gentlemen, wie heißt es so schon? Ein Gentleman genießt und schweigt. Ein Gentleman genießt und schweigt. Big Chili, vielen Dank für die 50 Bits. Okay. Wir stehen jetzt hier vor dem Laden. Ich muss noch mal ein bisschen hier. Was machst du da? Mit einer Schleuder spielen. Weißt du, wie sich das anhört? Als würdest du immer von deiner Hose den Reißverschluss rauf und runter machen. Preparation. Okay. Also ich stehe jetzt hier. Ich muss jetzt noch mal kurz üben. Mittwoch ist Ruhe. Hä? Krieg ich hier noch, ja. Abby? Krieg ich die Hose auch auf. Was? Abby, ich komme nicht in dein Zimmer. Es ist... Hä? Gibt's einen Hintereingang? What? Stimmt, es ist Mittwoch. Ich kann also... Fuck. Nani? Es ist Zeit. Hashtag knall die Alde. Warte mal, wo ist sie denn? Ich kann ja nicht in ihr Zimmer. Ein weißes großes Ei und ein braunes großes Ei. Yay! Hä? Was brauchen wir dann noch? Ein Entenei, Wolle, Ziegenmilch und Milch. Okay. Nani? Hier unten ist sie. Nicht in ihrem Zimmer? Nee. Huh.
Sie benimmt sich auch ganz normal. Ich kann ja nicht mit zu ihr. Das geht ja nicht. Hat sie auch gesagt heute oder? Oder ist es jetzt wirklich, weil heute Mittwoch ist? Ah, da steht sie am Friedhof. Ja. Ich habe mit ihr geredet. Sie ist ganz normal. Ich gehe jetzt nach Hause, weil ich komme ja nicht zu ihr ins Zimmer rein. Weil das ja in dem Laden ist. Oh, sie hat sich überhaupt nicht über die Brombeeren gefreut. Die findet sie voll blöd. I feel cockblocked. Aber die waren auch... Ach nee, die sind ja blau. Ich glaube, sie mag nur alles, was lila ist. Du hast keine Briefe. Ich kann es auch nicht mehr nachgucken. Nachdem du den Brief bitte Piers gemischt waren, dann zwischen 20. Nachdem wir den Brief an Amelias betrete Piers Gemischwarenladen zwischen 20 und 22 Uhr, während sie zu Hause ist. Aber das ging halt nicht, weil heute Ruhetag ist. Ja, das geht ja generell nicht. Warte mal, der Laden hat doch kurz vor 8. Der Laden hat doch so lange gar nicht auf. Ja, aber kurz vor 8 kannst du reingehen und warten. Macht Sinn. Warte mal. Ich hatte was anderes gelesen, was interessant ist. Ja, aber das ist nicht der Fall. Gut, dann werde ich morgen mal im Laden campen. Oh Mann. Um 12 komme ich ins Bettchen. I feel cockblocked. Sie war ja nicht mal drin, deswegen. Ich schätze mal, das ist wirklich, weil heute Mittwoch ist. Das gilt bestimmt auch noch morgen. Ja. Bärenkorb. Er hat keine Ahnung, wo er sein könnte. Okay. Während sie zu Hause ist. Ach so. Ja, komischerweise, ich habe irgendwie was anderes gelesen gehabt. Ah, gut. Wahrscheinlich habe ich mich verlesen. Oh, ich muss ja ins Bett. Ja. Ups. Ich glaube, morgen kaufe ich mir dann die neue Angel. Ja. Kannst du machen. Cool. Wir waren ja jetzt eh voll sparsam. Eben. Und mit der neuen Angel wirst du halt noch bessere Fische fangen und dann haben wir wieder noch mehr Geld. Oder noch andere Fische. Who knows? Ja, genau. Können Bündel fertig machen. 38 Leute sind gerade bei mir da. Das ist für Stardew Valley ist das ein neuer Rekord. Stimmt. Weil Stardew Valley ist immer nicht kurz, wenn ich mal kurz Analytics reden darf, da ist immer nicht so viel los. Ich kann es ja auch verstehen. Ist auch so ein Spiel, was ich eher selber spielen würde. Aber in der Regel überlege ich dann immer so, lohnt denn das? Aber hier ist mir das egal, weil das macht mir immer so viel Spaß. Ja, es ist total super. So, ein paar Minuten, also nicht lange hast du nicht mehr. Ich weiß, ich renne. Ich bin schon an meinem Feld. Oh. Nein! K.O. Auf der Brücke. No. Mann. Scheiße. 1000. Oh, ich bin zu Hause. Ich bin im Haus? Ja, du spawnst denn da immer. Ach so. Naja, ich war ja schon auf dem Grundstück. Da verlieren wir kein Geld. Uns wurden aber eben gerade 1000 abgezogen. Jetzt kriegen wir 1500. Echt jetzt? Ergo, wir dürften jetzt davon nur 500 gekriegt haben. Oh nein! Leute, da fehlt noch fürs Followen. Wenn wir jetzt 10.500... Sorry. Ja, okay, dann hat man uns echt noch die Kohle aus der Tasche gezogen. Entschuldigung. Oh, passiert. Ist ja nicht schlimm. Oh nein. Ist nicht tragisch. Liebe Frau Eroshiva. Ach, weil das ein Joja-Mitarbeiter war. Die sind immer furchtbar. Scheiße. Diese dreckigen Joja-Mitarbeiter. Ja, furchtbar. Oh, die Marmelade ist fertig. Geil. Okay. Heute aber. Heute ist der Tag der Tage. Heute haben sie wieder kleine Eier gemacht. Okay, erstmal. Brombeeren plündern bis zum Erbrechen. Ich habe aktuell so viele Brombeeren. Die Sträucher explodieren regelrecht davon. Ich habe auch 28. Ich habe 16 gerade.
Okay, ich war auch überwiegend letztens in den. Ne? Ja. Ich habe halt nach dem Korb gesucht gestern noch. Deswegen habe ich jetzt so viele Brombeeren. So, ich mache wieder Mayonnaise. Oh, und ich mache Marmelade aus den Brombeeren. Das ist halt einfach kostenlose Marmelade, ne? Mhm. Oh, ich habe gar nicht nachgeschaut, was uns die eingebracht hat. Das wollte ich eigentlich machen. Naja. So. Brauchen wir die Brombeeren auch für ein Bündel? Ich glaube, wenn, dann haben wir es schon. Haben wir schon? Okay. Oh, hier ist was fertig. Okay. Hier ist noch der alte Sprinkler. Eine Aubergine. Also Aubergine werde ich sicherlich auch mitbringen dann. 9 Sachen eigentlich vom Hof, also von uns zusammen, oder 9 Sachen pro Person? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, wir fahren die sichere Schiene, wenn wir sagen 9 pro Kopf, also. Ja, und dann können wir nochmal auswählen. Eben. So machen wir das. So, also prepare, ich gebe jetzt einmal Geld aus. Ein bisschen kann ich auch wieder direkt was reinholen dadurch. Ich verkaufe einfach das. Oh, so schlimm war das jetzt auch wieder nicht. So. Aber ich frage mich, wie das denn funktioniert. Ich meine, es gibt ja keine Loading Zone im Laden, die denn die Cutscene triggern könnte. Vielleicht ja doch. Oh, das wollte ich nicht. Wollte ich hier rein. Gut, wenn sie zu Hause sein muss. Eben, wenn sie daheim sein muss, dann triggert es wahrscheinlich, wenn du halt. Geht das halt nur dann. Ja. In der Uhrzeit reingehst, wo sie halt auch im Laden steht. So, was haben wir denn hier Schönes? Süßkartoffeln! Die brauchen wir für ein Bündel. Sehr geil. Sehr, sehr geil, ne? Ja, Mais. Ich kann nicht verkaufen, stimmt ja. Ich habe meine Kartoffeln, ne? Jetzt sind Süßkartoffeln. Ach stimmt, ich wollte ja noch so einen Weg bauen hier. Deswegen bin ich ja Holzhacken gegangen. Hey, wer steht denn da rum? Wo ist meine andere Angel? Habe ich die zu Hause gelassen? Verkauft. Ich habe jetzt sowieso die neue, also von daher. Ja, die habe ich hier. Ich behalte die besseren Auberginen mal eben, weil ich glaube, dass wir die brauchen. Ach, ich habe die Marmelade noch gar nicht verkauft. Okay, perfekt. Dann verkaufe ich sie jetzt. Dann wird ein verlorenes Spektakel für Fischer. Erhöht die Beißrate von Fischen. Beißrate ist immer gut. Ich habe hier noch einen anderen, aber... erhöht sie etwas, aber der hier scheint cooler zu sein. So, ich glaube, das sieht ganz hübsch aus. Ja, voll prügeln das Ding. Was sagt ihr zu meinem schönen Feld? Huh? So, und jetzt haben wir eine. Und bloß nichts Negatives, ne? Jetzt haben wir eine krasse Route. Eine krasse Route? Ja, jetzt können wir richtig krass angeln. Cool. So. This day I will camp. Erstmal gehe ich nochmal 2 Geoden knacken. Ist ja noch früher Nachmittag. Die knackigen Geoden. Vielleicht ist ja ein Amethyst drin. Ich soll beschwer mich nicht, ne? Das wäre ja perfekt. So. Ein Eichhörnchen. Oh. Ein Eichhörnchen. Süß. Kalkstein und ein Stein. Ich brauche mal eben den Sammy. Ich habe noch eine Cola, die auf ihn wartet. So. Okay. Sammy ist nicht zu Hause. Oh. Wo ist der denn?
Angelst du hier gerade irgendwo? Ja, ich will mal die neue Angel ausprobieren. Ah. Angelt sich genau wie vorher, glaube ich. Hallo, Abby. Wo ist sie denn? Die steht hier oben auf der Brücke. Ah. Vor dem Julia-Markt. Irgendwie renne ich der ständig über den Weg. Nein, Sam arbeitet Donnerstag wohl nicht. Okay. Hm. Kupfererz. Clint. Okay. Heute ist der Tag der Tage. Wie lange hat der Laden nochmal auf hier? Bis um 6 oder 7? Hier sieht's ja hübsch aus. Ich glaube, im Herbst war ich noch gar nicht hier unten am Strand. Voll schön. Echt schön. So steht er da die ganze Zeit am Dings. Du blockierst den Kalender, Opa. Oh, es hat geklingelt. Mein Päckchen ist da. Ich bin sofort wieder da. Okay. Oh. Jodie hat heute Geburtstag. Ach, Elliot. Schau mal nach, guck. Ja, man muss ja dann hier drin warten, ne? Ich meine, vor allem nach 20 Uhr. Das ist so... Da ist sie. Ja, ich glaube, er macht zu. Dann sollte ich vielleicht mal mitgehen. Ich kann nicht mit ihr reden gerade. So, man hört mich schon, aber ich höre noch nichts. Moment. Mhm. Hui, Bäckchen! Moment. Weil... Wo sind meine Kopfhörer? Jetzt ist sie am Zocken. Ah, hier. Jetzt höre ich was. Cool. Hui. Weil ich kann jetzt nicht aus dem Laden, weil sonst komme ich nicht wieder rein. Ah. Mein Päckchen ist da. Sehr schön. Ach, und du stehst im Laden rum. Okay. Ja, ich muss ja, weil ich komme ja nicht wieder rein, wenn ich jetzt rausgehe. Oh. Einfach abwarten. Okay. Ich habe Sam gefunden. Wie geil. Ich komme gerade vom Arzt. Komplett gesund und munter, wie ich es erwartet hatte. Okay, ich gebe dir eine Cola. Wenn du so gesund bist, bitteschön. Perfekt. Hast du wieder Geschichten erzählt, dass ich weg war? Ich habe tatsächlich diesmal keine Geschichten erzählt, nee. Hast du keine? Ach, heute hat die Jodie Geburtstag. Aha. Sie sollte dich ab 20 Uhr reinlassen. Sicher? Wie bist du denn hier jetzt reingekommen? War noch offen. Ich glaube, bis 7 hat er offen. Ich will doch hier live dabei sein bei dem Spektakel. Aber ich kann nicht in ihr Schlafzimmer. Oh, jetzt, sie ist ins Bett jetzt gegangen. Jetzt geht sie ins... Hä? What? Okay. Erstmal, wer geht um 7:30 ins Bett? 12-Jährige. Nein, nicht mal 12-Jährige. 5-Jährige. Jetzt ist es 20 Uhr. Nee, das geht auch nicht. Okay, du legst dich einfach mal gleich dazu. Warte, okay, ich gehe mal raus und versuche nochmal reinzukommen. Bist du sicher, dass Abigail alt genug für dich ist? Ich hoffe es doch. Ah, guck mal, ich komme einfach rein, okay. Ah. Ah. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Ich will dir was zeigen. Wieso sind da Kerzen? Ich komme auch du das? Noch rein. Man nennt es Geisterbre... Oh, oh. Hast du hier eins benutzt? Geisterbrett. Oh, shit. Was treibt ihr da?
Leg deine Hände mir mit dem Plättchen. Okay. Jetzt werden die Geister uns leiten. Spricht gleich ihr. Schau, es bewegt sich. Hm? Der erste Buchstabe ist I. C. H. Und jetzt Herz. Wow, so schnell. Es buchstabiert etwas. Ich, Herz, Schosch? Wie süß. Wieso ist da ein Herz auf dem Geisterbrett? Habe ich versehentlich das Brett umgeworfen. Das ist nur ein dummes Spiel. Das bedeutet gar nichts. Hat sie es umgeworfen muss auch oder etwas, du? Nee, sie. Du solltest gehen. Entschuldige. Okay. Nein! Nein! Goodbye, my lover! Goodbye, my friend! Sie mag dich doch, hat sie doch gerade gesagt. Und dann hat sie dich weggeschickt. Na, war's ihr peinlich. Oh. Wo kommt jetzt die Süßkartoffel hin? Jetzt ist Abby vor deinem Haus mit mir. Was? Ich stehe jetzt vor deinem Haus und sie steht mit bei mir. Hi, ich wollte mich nur für gestern entschuldigen. Also vor 5 Minuten. Verstehst vermutlich, was passiert ist. Okay, tschüss. Aha. Hä? Service, was ist los hier? Ja, weil eigentlich hättest du ja gestern rein sollen, aber da war Ruhetag und deswegen steht da wahrscheinlich gestern und nicht heute. Wahrscheinlich. Ist vielleicht jetzt der Moment, wo ich da mit dem Bukett zu ihr gehen muss? Ich glaube schon. Oh. Ich gehe jetzt ins Bett. I am love struck. Die haben Probleme, ich geh schlafen. Lie down. Try not to wah. Wah a lot. Oh ja, schön. I didn't get second base. Oh. Ich glaube, du musst dir einfach nur die Blumen schenken und dann klappt das schon. Ja, eben, genau. Ich frage mich, ob ich dem Sam auch Blumen schenken muss. Wenn du 8 Herzen hast, glaube ich ja. Ich glaube, so läuft das. Echt? Okay, so läuft das hier. Deswegen gehe ich da jetzt auch hin. Wenn man Blumen schenkt, dann mag man die. Ich gehe da jetzt hin, warte bis 9 Uhr, im Regen. Oh. Dann gehe ich zu Pierre, was sehr merkwürdig ist, dass ich von ihrem Vater Blumen kaufe. Aber ist mir scheißegal. Ist der nicht ihr Leiblicher, oder? Glaub nicht. Und morgen Wo ist hat sie denn ihr Geburtstag. Leiblicher Vater? Angeblicher der Zauberer. Ja, genau. Könntest du dich auf 10 Herzen hochschummeln? Ja, aber muss ich? Wie? Wieso? Ich meine... Habe ich jetzt verkackt? Ich meine... Nein, das soll, du nicht. Soll ich jetzt Eisbrecher anschmeißen mit dem Titel und ob unsere Liebe noch zu retten ist? Ich hab eine Bombe. Okay, nee, das sollte die letzte Option sein, die ich angehe. Oh Gott. Also wirklich die letzte. Das darfst du nicht machen. Mein, wo fange ich an? Genau, bei Sebastian. Richtig, das ist der Punkt. Das Aber wie, du machst mit dem Hof irgendwas, ne? Auf dem Hof. Ich glaube kaum, dass die Bombe bis zum Hof reicht. Okay, dann ist mir Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nein, nicht die Bombe sprengen. Ich frage mich, ob ich die Bombe auch jemandem geben kann. Nee, ich glaube nicht. Dem Emo. Sebastian. Ja. Damit gehst du jetzt in die Bar. Oh.
once. I want that girl. Okay, ich bin zwar aber wenn es regnet, ist das immer schön. Hey, du hast doch jetzt Blumen. Bouquets. Blumen. Du weißt schon, diese bunten Dinger, die teilweise... Hier, Blumenstrauß, 200. Frosch. Ist mir scheißegal, wie viel das kostet. Let's go. Let's go. Out of my way. Es gibt's doch nicht. Ich finde einfach... Oh, ein Pilz. Ich finde einfach keinen... Stusch und Abigail sind zusammen? Was? Das ist es schnell eskaliert. Ich habe ihr den Blumenstrauß gegeben und auf einmal... Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Ich wünsche die Jahreszeit nur ein wenig länger. Okay. Was? Die Jahreszeit wäre länger? Aber, ah, weil ich ihr... Jetzt bin ich, ihr fester Freund, weil ich ihr die Blumen geschenkt habe. Und jetzt, jetzt sind die zwei Herzen auch frei. Cool. Wenn die letzten frei werden. Die Blumen erhöhen den Freundschaftswert, zählen aber aus den zwei Geschenken. Du könntest dir also auch... Einfach Blumen geben. Moment, ich könnte ihr also quasi dann... Nee, es zählt nicht zu den zwei Geschenken, weil ich... Sie hatte ja noch die zwei für diese Woche. Ist das German only? Ja, deswegen steht da oben German. Deswegen ist es immer ein bisschen doof, dass ich sowas immer noch... Ne, you know... It's a good day. Morgen ist ihr Geburtstag. Ist es schön. Vor ihrem Geburtstag, einen Tag davor mit ihr zusammengekommen. Da könnt ihr morgen was Schönes machen. Ja, morgen hat sie Geburtstag. In die Mine gehen zusammen. Abigails Geburtstag, gut. Und den Amethysten habe ich auch. Perfekt. Perfekt. Ich stell mich in Regen. Kannst du dann überhaupt noch ein drittes Geschenk machen, wenn sie Geburtstag hat? Ja, weil ich glaube, Geburtstagsgeschenke und all, also das Blumenbouquet zählen jetzt nicht zu den normalen Geschenken in der Woche. Okay. Really? No, ich finde no seinen English, Korb nicht. No English Streamer ist streaming Stardew Valley? That's weird. Was? But just watch and listen. Feel free to watch. Das alte Amulett zu verkaufen, weil immer, dass du noch nicht bereit dafür bist, Bursche. Ich, Alter, sag du mir nicht, wo ich bereit für bin und wofür nicht. Ich hab eine Bombe. Okay. Überall diese Blaubeeren. Ich komme ja gar nicht hinterher mit denen, mit der Marmelade. Wir werden den kompletten Winter versorgt sein mit Marmelade. Was gibt's heute? Marmelade. Yeah. Was gibt's morgen? Marmelade. I love this game and Germans. It's the first time I ever heard that. Echt? Ja. Bei mir nicht. Ich höre ständig mit denen. Also, dass Amerikaner oder auch Engländer die deutsche Sprache sehr mögen. Normally I hear if someone joins my stream and is speaking English. Normally they say, the fucking Germans. And I'm like, okay. Just doing my thing here. Warte mal, Riffbarsch. Aber... Habe ich den nicht schon? Oh, 5-mal Mais brauche ich noch mit Gold. Nächster, bitte! Ah, das liegt auch daran, Julius, dass ich halt... danke für den Sub. Nächster, bitte! Trüffelöl. Oh, ich liebe das, ey. Was denn? I have a lot of German tourists in Norway. Nice people. You live in Norway? Ah, oh, Norway. That's I always so wanted cool. to visit Norway. Yeah, me too. Wir brauchen einen Kürbis. Ein Kürbis? Den Kürbis krieg ich nicht aus dem Wasser. Okay. Eine Blaubeere? Eine Blaubeere?
So, ich meine, blau wäre es. Ja. die ist ja blau. Die ist blau, ist eine Beere. Ja. Vielleicht. I always wanted to visit Norway or Sweden. Always look at the bright side of life. Or all the northern regions in general. Da ist es halt auch schön kalt für dich, gell? Ja, genau. I just love cold weather. Fucking summer. Bitte reiße nicht mein Zelt ein, okay? Das musst du mir doch nicht sagen. Oh, du hast gesagt, reiße dein Zelt mit einer Bombe ein? Okay. Oh. Ich finde seinen blöden Korb nicht. Wo hat der den denn hin? Wo war denn der überall beim Bären sammeln? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Also ehrlich. Ich habe einen 2-Meter-Aal geangelt. Ja, Problem damit. Cool. Sehr cool. 2-Meter-Aal aus dem Wasser gezogen. Aber heute ist Freitag. Heute ist doch hier der Zigeuner. Ach so, ja, stimmt. Warte mal, ich marschiere da mal straight hin. Noch eine Haselnuss. Weißt du, erst kriegen wir die Dinger nicht und jetzt auf einmal. Ja. Vor allem das mit Abby ist ja echt krass gelaufen, ne? Zuerst sagt sie so... Ja, auf einmal, bumm. Zuerst so das mit dem, Ouija-Board, sag ich mal. Dann sagt sie, ist sorry, und dann kommt sie noch zu mir und sagt so, ja, sorry, wegen dem, und am nächsten Tag ich so, fuck, I love you! Ich meine, so bin ich wirklich. Ich würde wahrscheinlich irgendwann, ohne Batterie. Warte mal, das brauche ich für was. Ich brauche eine Batterie. Wenn du dich gerade die ganze Zeit selbst unterbrichst und immer wieder was anderes, so, und das, und, geil. Heiratsringritz, I need that. Oh mein Gott. Alter. Pack die Muschel. Genau, so, pack den Dreck weg. Das Spiel explodiert. Und ebenso der Schuss. Alles explodiert hier gerade. Heiratsringrezept. Habe ich das jetzt instant drin? Hallo, Herr Schmied. Heiratsring. Heiratsring. Prismatische Scherben, die habe ich gespielt. Jetzt geht's aber ab bei dir, du. Ich brauche dafür Iridiumbahnen, die sind selten. Und ein prismatische Scherbe, die habe ich einmal gefunden in meinem Leben. Oh nein. Okay, warte, und ich kaufe meine Batterie, weil ich glaube, ich habe für irgendwas... Ja, hier für diese Schleimeierpresse. Schleimeierpresse. Komprimiert 100 Stücke Schleim zu einem Schleimei. Ein Wunder der Wissenschaft. Aha. Soll ich die Batterie mal... Na, die kriegen wir später immer noch. Können wir später. Okay. Oh. Wie du meinst. Jetzt ist der Zigeuner eh weg. Ist in seinem Wagen verschwunden. Weißt du, ich bin gerade noch im Einkaufsbildschirm. Auf einmal gucke ich weg. Gone. Wenn man sich das dann echt vorstellt. Ich muss jetzt weg. Das ist jetzt 8, dann mache ich Feierabend. Das sind alles Beamte, du hier. Das ist wie bei Asterix und Obelix bei den Briten. It is tea time. It is weekend. I'm sorry. Tea Time ist ja auch. Okay, toll. Gut, ich gehe ab jetzt so hart in die Mine, dass die Mine nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich hole mir diese Iridiumbahn. Für mich ist ja immer Tea Time. Ich hole mir die Iridiumbahn und ich hole mir diese Drogendinger, was auch immer das sein soll. Oder ich breche ins Museum ein. Oh, nachts im Museum. Who wants a marriage? Ganz tief im Meer. So, ab ins Bett. Ich stinke. Das wollen wir nicht, denn ich bin so schwer. Okay. Wenn mir geht, dass ich in einem Technik-Test schon für Honor dabei bin. Oh. Das Schlimme ist, ich habe mir vor Honor angeguckt und irgendwie...
Ne? So überhaupt nicht meins. Mm-mm, meins auch gar nicht. Where my mother and her dog once. It's the only place where a dog is not taught to stay outside in the restaurants. Here dog was given a special seat and special next meal to us. Was amazing. Yeah, we Germans do stuff like that. Also, dann tun wir die hier noch rein. Most of the times, it's not a problem if a dog is just sitting there and... if he... cause a ruckus, then they're asked to leave, but normally dogs are allowed in restaurants here in Germany. Brauchen wir... Oh, ich kann das gar nicht mehr reintun. Ich meine, ich gehe jetzt so tief in die Mine. Brauchen wir noch den gewöhnlichen Pilz? Weißt du das gerade? Oder ich kann ich den verkaufen? Was like 20 years ago. Well, the dog policy hasn't changed since then. Okay. Gute Nacht. Hey, klein Freezer. EO Roots has probably put an end to it. Not really. In was? Sammeln Stufe 5, wähle einen Beruf. Förster, Holz ist 50% mehr wert oder Förster. Sammler? Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Aber Herr Oberförster! Ja, aber wir haben hier nicht so viel Holz. Deswegen ist, glaube ich, Sammler besser. Ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt? Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Hm. Aber ich sammle richtig krass viel Zeug und es gibt einfach nicht so wahnsinnig viele Bäume, weil wir hier halt nicht so einen Wald haben, sondern Wasser. Viel Wasser. Also müssten wir einen richtigen Wald anlegen, damit es was bringen würde. Ja, eben. Also mache ich Sammler, oder? Ist weniger Arbeit. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, Sammler klingt da Töfte. Ja, mach mal. Mach mal. Money, money! Mad Cash, yo. Ab in die Mine. Full power. Pedal to the metal. Nee, warte. Es ist Abbys Geburtstag. Nee. Ich dachte, sie hat am Sonntag. Nee, sie hat heute. Ich habe eben noch mal... Ich habe gestern noch mal auf den Plan geguckt. Okay. Jetzt, ich pack das ich mal. Ich will ja auch was schenken. Hast du einen zweiten Amethysten? Leider nicht. Ich habe nur einen gefunden letztens. Ja, schade. Du kannst ihr aber auch ganz normalen Quarz schenken. Mag sie auch. Ah, okay. Ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich. Amethyst! Ha, geil! Hm? Wo? Ich habe gerade in meiner Post einen Amethysten gefunden. Der okay. Demetrius hat mir einen geschenkt. Cool. Wie geil. Und das genau an Abbys Geburtstag, das kann doch kein Zufall sein. Ist halt das, was sie am allerliebsten hat, sag ich mal. Ja, aber das kann doch kein Zufall sein. Oder Schokotorte, aber die haben wir nicht. Schokotorte. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt gerade noch in ihrem Haus. Also im Gemischtwarenladen. Tigerforelle. Da komme ich nicht rein, gell? Nee, da musst du warten. Es kann auch sein, dass sie noch in ihrem Zimmer ist. Also da komme sowieso nur ich rein. Gib halt an. Gib halt an. Dafür kommst du ins Sams Zimmer, aber gut, da will ich auch gar nicht rein. Wollte ich auch gerade sagen. Max! Ich angel. Na gut, dann gehe ich erstmal zu den Hühnern. Ich angel gerade noch so lang. Oh mein Gott, so viel Zeug fertig. Und dann fighte ich mich gleich durch die Dings. So viel Zeug! Zeug! Oh Gott, die Hühner sind alle voll sauer. Was ist los? Ich habe gestern, glaube ich, vergessen, den Futter rauszulegen. Oh. Silvia? Okay. Ups. Sieh mal alle so piefig dann sind, wenn du den Müll durchwühlst. Select the German can actually speak it now. Hm. So. Och Mensch. Wuso sieht beleidigt aus. Darknet sieht ein wenig mager aus. Das Darknet ist ein bisschen mager. Pupsi sieht ganz in Ordnung aus. Okay. Pupsi hat das Fressen auch gehabt anscheinend. Also
heute cool aus. Warst du beim Friseur? Nein, ich war nicht schon wieder beim Friseur. Was soll dein Geburtstag? Stimmt wohl. Danke, es ist nett. Hat den Erfolg beste Freunde erhalten. Yo, oh. Max Level. Oh. Ballen. Sehr cool. Wo ist sie denn? Jetzt gerade noch im Markt. Du musst nur nach hinten in die Küche zu denen. Okay, let's go. Dann mach ich das. Ich hab sie wirklich auf Maximum Overload. Cool. Steam? Steam, work with me, Steam? Please. Ich bin noch drin alles, ne? Ja. Ja, du bist da. Weil mein Steam-Client ist gerade... Zart im Angebot. Kann ich den essen? Wo bist du denn? Ich gehe jetzt Richtung Mine. Ah, also es geht noch alles? Okay. Ja, ja. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt. Danke. Ja. Okay, let's go. Ich brauche Iridium. Da hat sie sich gefreut. Und ich brauche etwas, was ziemlich rare ist. Das habe ich bislang erst einmal gefunden. Und er hat Saat im Angebot. Aha. 13 Tage haben wir das noch. Wie lange hat denn der Herbst? Weiß das gerade jemand im Chat vielleicht? Ich habe gelernt. Jeder Monat ist quasi ein, also jede Jahreszeit ist ein Monat. Ja, aber wie lange? Also 31 oder 30 Tage? So viel wie im Kalender steht. Ach, das kann ich hier vorne einfach gucken. Ja, genau. Okay. Also quasi, wenn der Monat vorbei ist, fängt auch die nächste Jahreszeit an. Okay. Das hat Hohl mir erklärt. Ja, das wusste ich schon. Ich wusste nur nicht, wie viele Tage der Monat bzw. die Jahreszeit hat. 28 nur. Ah. Warte. 28. Danke, Herr Baust. Ja. Habe ich Iridium? Habe ich das Iridium gefunden? Wo kriege ich denn Iridium her? Aber das haut noch hin, wenn ich jetzt das gleich... Oh, eine Geisternacht gibt's am 27. Halloween. Cool. Macht Sinn. Aushilfe gesucht. Ich suche jemanden, der mir Kupfererz mal 30 bringt, damit ich die örtlichen Minerale besser verstehe. Clint. 300 Geber Lieferung, du kannst die Erze behalten. Okay. Ich glaube, wir haben sogar 30. Ich glaube, ja. Wenn ich dran denk. Wenn ich dran denk, dann mach ich's. Jetzt muss ich erstmal alles einpflanzen. Damit es noch hinhaut. Ich werde die Minen so lange erkunden, 26. Bis ich genug alles habe, was ich für den Ring brauche. Wer kann schon sagen, Alter, mein Mann ist in die Minen gegangen und hat die Sachen für meinen Hochzeitsring selber den Viechern aus dem Leben gezogen. Wer kann das schon von sich behaupten? Das findet sie bestimmt toll. So, Süßkartoffeln. Dann hauen wir hier die Kürbisse rein. Zumal ich glaube, es gibt noch ein Event, wenn ich hier, jetzt wo ich halt schon 10 Sterne, 10 Herzen mit ihr habe. Ich glaube, da gibt es noch ein Event. Aber okay. Dafür brauche ich auch, muss ich erst warten, bis sie mir wieder einen Brief schreibt, glaube ich. Die schreibt dir dann immer einen Brief. Oh. Oh, geil, eine Bombe. Okay. Sprengstoff. Apropos Sprengstoff. Ach, mein Inventar ist voll. Mein gut, ich wollte sowieso mal wissen, wie die große Bombe aussieht. Deckung! Ja, dann... Oh Gott. Jesus! Nicht sterben, bitte? Nichts ist mehr über. Echt? Was ein großer, Knall. Ja. Ja. Doch. Kann man so sagen. Okay. Weißt du, was wir vielleicht auch demnächst mal in Angriff nehmen sollten? Was denn? Den Level 3 Rucksack. Ach ja, das wäre echt gut. Mein Chat, wie nennen wir unser viertes Hühnchen? Unser viertes Hühnchen. Ja, es passen 4 rein, deswegen gibt es jetzt das vierte. Damit ich noch mehr Mayonnaise herstellen kann. Wie wär's mit Rhombus? Rhombus? Rhombus. 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 Ist das nicht eher der Name für eine Kuh? Ich bin jetzt eine Kuh.
Aber können wir auch machen. Du warst schneller. Chicken Wing? Vielleicht nur Wing? Most people think German sound aggressive because I only know German on TV, which always parody of Hitler, which is speaking. I hate that. The problem. Wow! If that is, Mach mal Rhombus. Oder Rhombus? If you say the German language is an aggressive language, you always hear words like Schmetterling and all that stuff. So, words that words that sound from nature like you're gonna fuck someone. Schmetterling. So yeah. Lederhose. Genau. Veilchen. Rosenduft. Entschuldigung. It's that one video I know. Where's that German guy who just has the most aggressive tone to it like I ever heard. Wo sind meine Eier? And people are wondering, German is such an aggressive language. Ach, das habe ich schon gemacht. Hm? Wir haben ein süßes, kleines, neues Küken. Was zur Hölle? Du hast einen Gegenstand, Schädelschlüssel, gefunden. Du weißt nicht, wofür er ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde einer Geldbörse hinzugefügt. Deiner Geldbörse? Du hast eine Geldbörse? Shiver? Ja, ich habe hier gerade ein Problem. Was? Ich bin jetzt in Stufe 120. Ja. Es geht hier nicht weiter. Nein, echt jetzt? Hier ist Ende. Ich habe jetzt diesen Skelettschlüssel gefunden. Ich komme mal schnell hoch. Es gibt hier auch keinen Aufzug. Du kommst hier also so nicht runter. Ach, echt jetzt? Wait a second. Wir treffen uns mal... Hä? Abby, das was... Das untere Ende. Abby, was machst du hier in der Mine? Ich bin auf 120. Oh. Hier sind Schlangen. Aber du bist nicht da. Ja, warte, weil ich bin jetzt rausgegangen und hier ist Abby. Und die... Okay. Oh mein Gott! Oh, ja, warte mal. Du bist jetzt gerade in meiner Cutscene. Wo bist du denn? Du stehst jetzt gerade hinter mir. Sie ist in der Ecke, total verängstigt. Wo? Bist du okay? Mir geht's gut. Weißt du, ich habe mich jetzt schon länger im Schwertkampf geübt. Ich war fest entschlossen, heute endlich in die Höhle zu gehen. Aber ich habe Angst bekommen. Ich konnte es nicht tun. Ich bin wohl nicht so mutig, wie ich gedacht habe. Zu weinen wie ein... Alter. Was? Hör auf zu weinen? Wie, ja, was? Das... Noni! Was sagst Papa du zu der? Ego Blast, danke für die Bits. Das kannst du aber nicht machen. Wenn du etwas zu verlieren hast, ist es normal, Angst zu haben. Schurstut, ich mag dich wirklich. Und nicht nur freundschaftlich. Du weißt es schon, oder? Ja, ihr seid ja schon zusammen. Ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich sage, aber ich kann es nicht mehr für mich behalten. Mir geht es schon länger so. Du stehst da mitten im Raum, während wir hier unseren Moment haben. Wir stehen hier oben in der Ecke. Ich muss gar nicht sagen, muss gar nichts sagen. Lass uns einfach ein wenig hier bleiben. Oh, geh weg! Hau ab! Get the sucker! Hallo! Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Ah! Hilfe! Es ist ruhig. So ruhig. Wetten, dass da gleich eine Bombe von oben auf mich runterfliegt irgendwo.
Ich bin zu happy, als dass ich da jetzt piefig sein könnte wegen. Ah, okay. Du übersetzt das Zwergisch. Wieso kann ich plötzlich Zwergisch? Steh zwischen den Säulen 3, mit Geschenken wertvoll wie der Himmel selbst. Ein Regenbogen geschmiedet nicht auf Land, aber der See. Dann Galaxien werden auf dich hören. Was? Steh zwischen den Säulen 3. Warte mal, was? Ich kann plötzlich Zwergisch. Krass. Ja, voll. Ich weiß nicht, warum ich das kann, aber ich kann's. Achso, nee, da will ich ja gar nicht hin. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Ja, jetzt... Wir sind immer noch feste Freunde. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich, weil wir das letzte Event auch getriggert haben... Vielleicht kann ich sie jetzt heiraten. Aber dafür brauche ich den Ring. Der eine. Dafür brauche ich Iridium und diese Scherbe. Kannst du das nicht kaufen? Ich habe noch keinen Laden gesehen, wo ich Iridium kaufen kann. Zumindest nicht, um was noch machbar ist, affordbar, sag ich mal. Dann hast du alle Zwergenrollen bei Günther abgegeben. Nee, ich habe noch gar keine Zwergenrolle gesehen. Ich glaube, wir brauchen einen violetten Pilz für ein Bündel. Ich guck da morgen nochmal in aller Ruhe. Ja, brauchen wir auch. Ja, gut, dass ich den nicht verkauft Violetten hab. Oder einen roten? Hast du Zwergenrollen abgegeben? Einige, dann und wann mal, ja. Ah, deswegen kann ich jetzt Zwergisch, das ist gut. Das hat irgendwas... Die waren in der Mine, oder? Wenn Shadow heiratet, nehme ich ein gutes Omen. Meine Schwester heiratet in dieser Woche. Oh! Ich glaube, mein Steam ist immer noch. Weil ich habe Angst, dass wenn ich jetzt das Programm schließe, dass ich dann rausgekickt werde. Echt? Meinst du? Ich weiß nicht wieso. Ich habe so ein ganz böses Juju irgendwie. Dann lass es einfach. Das stört ja nicht, oder? Nö, eben. Ich lasse es jetzt auch so. Ich mache da jetzt nichts. Das ist das Risiko. Never stop a running system. Eben. Never touch. Warte mal. Aber in dem Fall stop. Weil ich dich mag und ich will, dass du in Pelgam bleibst. Wenn der Tag kommt, an dem du jemanden heiraten willst, musst du der Person ein Meerjungfrauenamulett geben. Keine Angst, jeder in Pelgam besteht die Bedeutung vor diesem Amulett. Eine Tradition in dieser Region. Viel Glück, Levis. Wo soll ich denn? Okay. Wo soll ich denn? Der Penner am Strand. Der gesagt hat, du bist noch nicht bereit dafür. I am ready. My body is ready. Ah, die Musik ist gerade so schön. So, ich habe da jetzt ein paar Sachen drin, die ich auf jeden Fall schon dafür dieses Fest dann haben möchte. Das kann man eigentlich mal wegtun. Das nimmt nur Platz ein. Ahornsirup und Süßkartoffeln. Für was brauchen wir denn den violetten Pilz? Für ein Bundle. Ich weiß nur gerade nicht mehr für welches. Dann gehe ich mal gucken. Ich bin jetzt sowieso gerade beim Haus. Kann ich gerade irgendwas Gutes... ich könnte noch so einen Zopf haben. Dann kriegen wir vielleicht noch dieses Kiefernzeug. Wo haben wir denn hier einen Kiefernbaum? Bist du ein Kiefernbaum? Ich weiß es nicht. Bist du eine Kiefer? Schon gut, lass dir Zeit. Ich muss gerade noch die Bäume untersuchen. Ah, hier. Feldforschung. Dazu brauchen wir auch ich eine gefrorene das. Geode und Kaulbarsch. Eine gefrorene Geode habe ich glaube ich sogar noch. Geil, Kürbisse! Ich habe Kürbisse gezüchtet. Oh, damit kannst du bei Abby landen. Echt? Mag die Kürbisse. Die mag Kürbisse. Das ist, glaube ich, eine Kiefer. Das hat sie mir sogar mal gesagt gehabt. Oh. Also, wir brauchen Kürbisse für ein Bundle. Dann für mein, für meine Ausstellung und für die Abby. Perfekt. Ich habe eh jetzt recht viel Zeug für das Gemeinschaftshaus. Da kann ich gleich mal hinlatschen. Oh, ich kann ihr wieder Sachen schenken. Ich habe nur gerade nichts, was sie mag. Oh. Don't worry, I'll be back. Willst du einen Kürbis haben? Ne, ich krieg das schon hin. I'll be back. Okay. Ist ja noch eine ganze Woche, die ich vor mir habe, wo ich ihr was schenken kann. Na dann.
Ich sehe das immer nicht so dramatisch, weil ich komme da so, ne? Man hat ja mal eine ganze Woche Zeit und so eine Woche vergeht ja auch nicht so langsam. Ja, das stimmt. So. Ich hab's ja auch schon längst mit dem Sam wieder. Geoden knacken. So. Was ist das denn für ein schwarzer Kristall? Was? Jetzt machen wir Mario. Iridium-Erz. Das wolltest du doch unbedingt. Ja, aber das ist Erz. Da brauche ich noch einiges für, damit ich das einschmelzen kann wahrscheinlich. Ach so. Wahrscheinlich brauche ich da auch 5 für und das sind jetzt nur 2. Stimmt. Goddammit. So, Museum ich spenden. Baue mir mal hier meine Kiste hin. Neue Belohnung. Alles Wichtige rein. Obsidian-Vase. Also kann ein Haus platziert werden. Das ist ein sehr eigensinniges Stück. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Die Abby? Nee, ich meine, ich habe eine Vase bekommen. Wir haben wieder eine neue Belohnung im Museum. Ah, okay. Apropos Museum, ich muss immer noch meinen Plan schmieden, wie ich da einbreche, damit ich die Scherbe bekomme. Mhm. Du musst das Amulett von einem regnerischen Beim Tag Günther an einem müssen Strand. Wir auch noch einbrechen. Ein regnerischer Tag am Strand. Du brauchst 5000 Gold. Oh Gott. This is the least of my problems. Ich sag oh Gott und du... Oh, I can do this. Du gibst unser ganzes Geld aus für die Abby. Ich krieg's auch wieder rein. So ist das ja nun nicht, ne? Also die Abby ist schon teuer, muss ich sagen. Der Sam ist nicht so teuer. Du kaufst ihm jedes Mal eine Cola. Das geht auch ja, ins Geld. Ja, für 75. Das ist nicht viel. Das geht auch ins Geld. Oh, ich hab ein Event mit Abby. Ah ja, was wahrscheinlich hier. Auch 2 Herzen. Ah, die spielt was. Ah, da musst du jetzt mit ihr zocken. Cool. Eroshiva? Ja. Hi. Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich denn so an? Hab ich schon. Ich habe Reise des Präriekönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Es ist das Dark Souls des Stardew Valleys. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Ich find's viel witziger, na, dass gut. Du gerade ein Event mit Abby hast, aber sie durch die Stadt läuft. Oh mein Gott. Ich kenne das Spiel nicht. Doch, ich hab's doch einmal gespielt. Ach, so geht's. Okay. Jeden Tag, einmal wenn du an dem Automaten sprichst. Naja, ich spreche ja trotzdem immer noch da mit ihr. Da kommen sie. Also so ist das ja nun nicht. Ich höre ja jetzt nicht auf, mit ihr zu reden. Ich gehe ja trotzdem immer noch täglich zu ihr und rede mit ihr. Oh Gott, Abby! Nicht sterben! Au, ich bin gestorben, weil ich sie beschützt habe. Okay, warte mal. Ich bin schon wieder gestorben! Stimmt, ich wollte was überprüfen. Ich wollte wissen, ob meine Theorie stimmt. Skelettschlüssel. Wenn das stimmt, okay. Was ich so über Skelettschlüssel weiß. Dann wollen wir doch. Ich habe übrigens keinen bekommen. Ich konnte da nur hin, aber da war kein Schlüssel mehr. Die Truhe war offen? Ja, da war gar keine Truhe. Ha? Da waren nur 2 Schlangen. Warte mal. Abby ist tot. Nein, ist sie nicht. Ich bin tot. Abby stand im Weg. Es ist verschlossen. Was soll ich denn mit dem Skelettschlüssel? Dieses Spiel macht jetzt? Mich aggressiv. Abby, geh weg. Abby steht immer im Weg rum. Vor allem, wo kriege ich jetzt Iridium her? So viel. Tja, da muss ich wohl die alten Stufen wieder durchprügeln. Halb fertig, halb fertig. Ach komm. Ja, geht gut. Ich habe ein Leben bekommen, wie geil. Wenn die Abby mir nicht im Weg rumsteht, dann schaffe ich das halt auch. Jetzt stand sie wieder im Weg. Ausreden. Das ist echt fies, weil du kannst an ihr nicht vorbei.
Ich habe Angst, dass es da oben ist. Ich sammle das mal lieber nicht ein. Das Problem hatte ich irgendwie gar nicht. Hey, wir haben es geschafft. Yay! Eisenbahn. Der Schlüssel ist für die... Oh, Spoiler. Hm? Hey, das war lustig. Wofür ist der Danke, Schlüssel? Danke, Irishiva. Ich hätte nicht gedacht, dass du so gut mit dem Joystick umgehen kannst. Oh nein. Aber du kennst dich echt aus. Ja, du. Sie beinhalten, sie weiß Information. Willst du den Spoiler hören? Ich will wissen, wofür dieser Schlüssel gut ist, ja. Er ist für die zweite Höhle. Minecraft 2! Ja! Aber wo ist die zweite Höhle? Keine Ahnung. Ah, warte mal! Vielleicht da, wo unsere Pilze sind. Nee, die ist, Ich kenne Abbys Zimmer, Entschuldigung. Die ist, Ich weiß, wo die ist. Die ist da, wo, wo wir mit der Dings hinkommen, mit dem Bus. Ah! Okay. Da müssen wir mit dem Bus hinschrucken. Und den müssen wir ja erst freischalten. Mein Gott, ist das Meerschweinchen süß. Meerschweinchen David in seinem Käfig. Ich meine, David, Meerschweinchen ist ja noch schön. Warum und cool, steht ne? da jetzt Lull auf meinem Bildschirm? Was, Lull? Ja, im Chat steht nicht Lull, aber auf meinem Bildschirm steht Lull. Und man sieht es aber auch im OBS nicht. Hier, da steht Lull. Wieso steht da jetzt... Es ist sehr gruselig gerade. Warum steht da Lull? Das Phantom Lull. Lull. Das Phantom Lull. Lululu. Ja, Abby, wo bist denn du jetzt eigentlich, du Pfeife? Ich habe ein Geschenk für dich, einen Kürbis. Was? Ich darf ja wohl bitten. Als ich dich Pfeife genannt habe, hast du gelacht. Und bei der Abby, das geht ja gar nicht. Ja, bei mir ist das bei mich interessiert sowas nicht. Weißt du, ich bin so einer, von mir aus, mich kannst du beleidigen, so viel du willst, aber sobald du an die gehst, die mir wichtig sind, Alter, I will fucking rain hell on your face. Ja, Pfeife ist auch voll gemein. Ja, ne? Ja, vor allem, weil ich ihr was schenken will, weißt du? Wo ist sie denn? Ah, rotes Quarz. Ist sie bei dir? Nee, ich bin in der Mine. Ich schmeiß die Keule jetzt weg, verdammt nochmal. Und da steht halt echt immer noch Lull, gell? Das geht nicht mehr weg. Hä? Was hast du? Ich versteh das. Ich versteh's echt nicht. Vorhin war da ein Smiley an der Stelle und jetzt steht da Lull. Lull. Mach mal ein Foto. Das glaubt ihr mir sonst nicht. Was machst du denn für Zeug? Das glaubt ihr mir sonst. Lull! Da! Seht ihr? Lull. Keine Ahnung, was das soll. Aber es steht wirklich da. Yes. Einfach nichts. Mysteriöse Dinge geschehen hier. Mystery, lol. Mystery, lol. Ja, dann warte ich halt in ihrem Zimmer. Nein, ich will nicht warten. Ich gehe jetzt, und leg den Kürbis... den anderen in das Gemeindehaus. Ich meine, ihr Geburtstag ist eh vorbei, also... Ja, Geburtstagsgeschenk hat sie ja bekommen. Ach so. Das wäre nur das zweite Geschenk für die Woche gewesen. Ah. Weißen Thunfisch brauchen wir. Das ist deine Aufgabe. Das kannst du annehmen. Das kannst du machen. Genau. Okay. Kein Iridium. Aber das ist ja, das frage ich mich jetzt ja gerade sowieso. Ich meine, ich habe jetzt verstanden, ich brauche dieses Meerjungfrauenamulett, was ich da kaufen kann. Mhm. Aber wozu brauche ich denn diesen Hochzeitsring? Wozu brauche ich den dann? Zum Heiraten oder so? Brauche ich den dazu noch? Brauchst du den roten Pilz übrigens. Roten Pilz? Nee, der rote ist schon drin. Du brauchst den violetten Pilz. Den habe ich schon abgegeben. Nee, der muss hier rein, wo ich gerade stehe. Ach, hast du... Rückenreparatur. Dann gibt's den zweimal, scheiße. Ah, aber damit haben wir ein Bündel fertig und das ist voll selten. Ja, gut, das wusste ich jetzt Schnibbel. Nicht. Vielen Dank für deinen Follow, dankeschön. Ah, der Schnibbel. Wo hast du das denn rein? Hier ist noch ein Iridium. Es gab so ein anderes, das ist irgendwie da an dieser Pinnwand.
Ah, oh, okay, verstehe. Mist. Warte mal. Du brauchst beides, lese ich gerade. Beides. Okay. Understand. Mit Sternchen alles hier, Wo okay. ist die ganze Kohle? Richtige Kartoffel. Haben wir keine Kohle mehr? Doch, 5.700. Ach so, du meinst richtige Kohle. müsste eigentlich noch was da sein, oder Ich nicht? finde nichts. Ich habe halt immer wieder die Erze hergestellt. Vielleicht habe ich es dabei aufgebraucht. Ich meine, es ist gut, dass sie die Erze herstellt. Sie brauchen wir ja letzten Endes auch. Habe ich noch Ja. Kohle? Ich habe noch auch noch ein bisschen Kohle in meiner eigenen Truhe. Aber ich hau In mich jetzt meiner erstmal ein. Geheimtruhe. In meiner Haustruhe. Ja, sprich nur weiter. Ich sollte mal schnell nach Hause laufen. Ich habe gerade Ja. nicht gefunden, wo der Kürbis hin muss, irgendwie. Scheiße, es ist ja. Übermorgen ist dieses Fest, wofür wir neun Dinge brauchen. Ja, ich hab's schon sieben. Ich hab null. Scheiße. Hast du nicht mal einen tollen Fisch? Der Aal, was ist mit dem Aal? Der Super-Aal. Hab ich verkauft. Nein, ich bin vor meiner Haustür umgefallen. Schon wieder? Aber vor der Haustür. Na gut, diesmal war es nicht so teuer. Wir haben im Wiki nichts gefunden, den braucht man wohl nicht. Okay, jetzt sagen wieder Leute, man braucht ihn, andere sagen, man braucht ihn nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass ich beide Okay. brauche. Herbstzeugs. Ja. Oh Mann. Okay. Kekereke. Kikeriki. Oh, ein Brief. Letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter 577. Na gut, dann ist es ja noch günstig gewesen. Sternentaulat, Volksfest morgen erinnern, neun Gegenstände für deine Auslage. Okay. Okay. Ergo, I should hurry the fuck up. Vielleicht müssen wir ja eh zusammenlegen, ne? Ich bezweifle's, um ehrlich zu sein. Okay. Es soll ja auch was sein, was unseren Hof irgendwie, ne? Repräsentiert. Ja. Okay, gut. Ich hab's schon begriffen. Geld, Geld. Fuck off, Geld, Geld. Come on. So, also irgendwas Gut. davon werde ich auf jeden Fall ausstellen. Also, ich bringe einfach einen Haufen Fische mit. Dann muss ich noch Marmelade machen. Okay, passt. Mach einfach, wie ich es immer mache. Ich bringe einen Haufen Fisch mit. Wenn man zu zweit spielt, was ist da eigentlich anders? Man Man teilt schafft sich, mehr. ja, man schafft mehr eigentlich. Man schafft echt viel, viel mehr. Oh, eine Alleine bin Hagebutte. ich immer so überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich als erstes machen soll. Und so kann man sich das halt super aufteilen. Also mir taugt es mehr so, muss ich sagen. Es macht auch mehr Spaß so. Ja. Du bist nicht so frustriert, weil du überhaupt nicht alles schaffst, was du gerne machen würdest irgendwie. Also bei mir ist das so. So, haben wir wieder Eier bekommen. Sogar ein großes Ei. Cool. Aus dem großen Ei kann ich jetzt auch Mayo machen. Ich kaum, warum redest du Und mit mir? das Warum hier? benimmst du dich wie ein Arschloch? Was? Wer? Der Shane. Ach so. Der Shane ist ja auch echt ein Unsympath. So ein richtiger Dick. Dem will ich auch gar nichts schenken. Blöd, dem will man auch nichts schenken. Dem willst du eigentlich nur, dass er einfach sagt so, ja, weißt du was, hier, red mit einem Hai. Oh, ich habe noch mehr Kürbisse fertig. Talk to a shark. Mir vorstellen, irgendwann auf einem. Ne? Perfekt. Ah, ist das Was schön. soll das je passieren? Hab heute Nacht das Game angefangen, bin jetzt auch im Herbst. Oh. Hast aber richtig Hast durchgesuchtet. du, ja, hast du irgendwann dazwischen geschlafen, oder?
hast du bis jetzt gespielt von heute Nacht an. Da hast du ja richtig gebasht, hast du da. Ja. So, Geoden knacken in der Hoffnung. Ich meine, einen Iridiumbahn hab ich. Den habe ich in die Truhe gepackt, in die öffentliche bei uns. Aber trotzdem, die anderen zu. Ich brauche da einige für. Das einige ist auch übertrieben, aber. Nicht. Wow. Was ist das denn für eine Tigerauge? Sieht aus wie eine Dekonuss. Eine Dekonuss. Es gibt so viele Zelda-Anspielungen hier. Alter, Hohl schreibt in meinem Chat. Hey, Ritin, weiß, brauchst du nur das Amulett der ersten Ausbaustufe vom Haus. Nachdem er das Amulett vergeben hat, vergehen ein paar Tage bis zur Hochzeit. Könntest der Ring nur Multi-Only in den anderen Spieler zu heiraten. Das könnte sogar Sinn ergeben. 70.000 Gold gemacht in Endzeit. Was, in Endzeit? Ja, in Erdzeit? Erdzeit? Liktor, 1985, vielen, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Das heißt, ich bräuchte nur an einem regnerischen Tag an den Strand gehen und diesem Penner das Amulett abkaufen. Meine Maus ist ausgegangen. Also irgendwie hält die ja gar nicht mehr. Meine hält ja auch. Auch nur mein Kabel. Kaum immer. Ups. Kabel. Lehm. Lehm. Weißt du, die ganze Zeit immer, wenn ich diesen Typen gesehen habe, sagt er, ich bin noch nicht bereit. Und jetzt erscheint der Arsch nicht mehr. Oh nein! Ich bin wieder da. Dem gebe ich nicht bereit. Ich, glaube, ich musste mal einen neuen Akku reinmachen. Oha. So leer? Ja, ich habe die heute über Nacht aufgeladen und jetzt ist der Akku wieder leer. Also... Das kann ja irgendwie nicht sein. Nee, nicht wirklich. So. Ach, in der Zeit hast du 70.000 Gold gemacht. Bis 14 Uhr hast du gespielt. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Menge. Puh. Aber das Spiel hat halt auch diesen Suchtfaktor. Ich verstehe das schon. Ich verstehe das auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall was davon morgen... Nee. Doch morgen mitbringen? Ich arbeite jetzt gerade dran, dass ich hier morgen gut was mitbringen kann. Das heißt, ich muss jetzt hier ein paar Fische finden. Ich kann dir auch was von mir geben, wenn es ist. Mal gucken, vielleicht packe ich das heute noch. Wenn die Fische heute lieb sind und beißen. Okay. Ja, nur für den Worst Case. Du warst auch fleißig am Angeln heute Nacht. Noch ein Angler. Neun Dinge ist auch eine Menge verlangt, nur mal so nebenbei. Das ist schon fast so ein ganzer Inventarslot. Ja, aber irgendwie auch wieder nicht. Also ich kann mich gerade gar nicht entscheiden. Ich habe jetzt so viel, was ich mitnehmen will. Mein Angelgerät ist kaputt. Scheiße, mein Angelgerät? Die Dinger, die Adapter, die ich da... Adapter ist ein Angelgerät, meine Fresse. Die können offenbar kaputt gehen. Oh. Ich dachte, das ist so ein Add-on, was dran bleibt, aber gut, offenbar können die auch kaputt gehen. Ja gut, okay. Ich kann mir die immer neu herstellen, also ist jetzt nicht so dramatisch. Aber heute ist halt blöd, oder? Ich krieg das schon noch irgendwie hin. Ich meine, ich habe hier eine gute Koralle zum Beispiel. Ich habe hier eine gute Sardine, ein Buntbarsch, die Seegurke. Warte mal, das sind schon mal 3, 4. Liktor hat fast alle Fische geangelt, die es gibt, oder wie? Wow. Heute Nacht. Oh mein Gott. Pass mal auf, und jetzt gehe ich mal noch an See und guck, ob ich da andere Fische noch kriege. Ne? Mein Masterplan. Mhm. Du hast einen Master in Fische. Genau. Exactly. Ach, Sammy, wo bist du denn schon wieder? Mein Gott. Ich muss dem immer hinterherlaufen mit der Cola. Hast du denn noch nicht seinen Plan, seine Routine mal auswendig, dass du ihn stalken kannst? Im Herbst habe ich gar keine Ahnung, wo der ist. Ist das ein guter? Nee, nicht wirklich. Schlechter Fisch. Ja, Alge. Vielleicht ist er ja arbeiten.
weiß nicht, was bringst du? Ja, gar nicht gern hier rein. Was bringst du denn jetzt morgen dahin? Ziemlich viel seltenes Gemüse. Und Mayonnaise und Marmelade. Wenn das wirklich nur einer von uns machen soll, dann hoffen wir mal, dass deine Sachen genommen werden, weil ich glaube, meine sind dann nicht so cool. Okay. Vielleicht hast du ja einen super Fisch oder so. Ich habe jetzt gerade einen Lachs gefangen und ich habe immer noch meine krasse Seegurke jetzt. Wo ist denn die Abby um die Zeit? Die suche ich nämlich auch. Weiß ich gar nicht. Um die Zeit. Es ist ein normaler Tag. Es ist Montag. Also ich finde echt niemanden gerade. Alles ausgestorben hier. Ja, voll. Vor allem, ich realisiere jetzt erst, ist es... Moment. Wie spät ist es jetzt gerade? Da ist der Sam. 18 Uhr. Wir haben echt... Warte mal, was? Was? Nee, ich meine im Real. Bei uns. Ach so, 4. Ja, weil ich merke jetzt... Nein, jetzt habe ich ihm den Kürbis gegeben, aus Versehen. Weil ich sehe schon gerade, meine Taskleiste ist offenbar abgeschmiert. Die ist, laut der haben wir immer noch halb 3. Oh. Nein, ich habe Sam aus Versehen den Kürbis gegeben. Ah. Und den mag er nicht. Ach, hier ist Abby. Die kommt gerade vom Strand. Wo war sie denn am Strand? Da war ich doch die ganze Zeit. Ach Mann. Habe ich denn die Woche jetzt vergeigt? Ist sie schon an dir vorbei? Hoch? Ja, sie ist hochgegangen. Guck mal, ob sie vielleicht auf dem Weg nach Hause ist. Soll ich denn dem Sam überhaupt noch was schenken die Woche? Oder habe ich es jetzt vergeigt? Die Woche hat ja gerade erst angefangen, also... Ja, aber das war ja das Falsche. Und man kann ja nur 2 machen. Ja, dann, wenn das 2. war, dann kannst du nichts mehr. Das 1. war es. Nee, dann kannst du ihm noch was schenken. Ja, aber bringt es dann überhaupt noch was? Das meine ich. Ja, doch. Okay. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft. Du bist echt super, Eroshiva. Wenigstens freut sich die Abigail. Mhm. Den Kürbis fand sie echt super. Oh. Jetzt muss ich nochmal gucken. Gemeinschaftszentrum, so. Hier muss der Kürbis rein. Herbst, Nutzpflanzen, Herbst, Speisekammer. Okay, dann haben wir das fertig. Ja, aber irgendwie hat sich meine gesamte Taskleiste da unten aufgehängt. Oh Mann. Nicht beachten, solange alles andere noch geht. Ja, eben. Sobald du jetzt irgendwas machst, geht nämlich gar nichts mehr. Deswegen, ich mach jetzt so lange, bis du sagst, so, jetzt können wir nicht mehr und dann sage ich, okay. Okay. So, ich gehe mal langsam auf den Rückweg. Mir geht die Energie aus. So, Speisekammer. So, jetzt muss ich mal gucken. Das hier, oder? Ich kann ja jetzt nicht alles vertickern. Yay! Bündel komplett. Belohnung. Ein Bienenhaus! Ah, ein Bienenhaus! Wie geil! Bienen! The Bees! Hier, Forelle. Ich stelle es weit weg von deinem Haus, keine Sorge. Danke. Wo kriegen wir denn ein Entenei her? Ich meine, ich könnte noch... Okay, oh geil. Ich nehme mal einen Rubin. Wie geil. Was ist denn da gerade runtergeflogen? Ach, eine Fliege. Ich meine, wenn wir so einen Diamanten vorzeigen, das ist halt auch was. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ein Diamanten? Ja. Hast du einen? Ja, wir haben mehrere. Oh, cool. Die gefrorene Geode brauche ich noch. Nee, die Zeit haben wir leider nicht mehr. Bringe ich morgen schnell mal zum Gemeindehaus. Also ich habe jetzt... Schade, jetzt habe ich aber nicht mehr schnell genug den Honig. 4, 5, 6, 7... Shit. Willst du noch gute Mayonnaise haben? Nee, danke. Okay. Spiegelei könnte ich auch noch anbieten für den. Also ich biete morgen das Merkwürdigste an, was geht, also. Okay. Weizenmehl und Ei, dann könnte ich Pancakes machen.
Kannst Diamanten zu Ringen benutzen? Ich weiß nicht, ob ich da das Rezept für habe. Aber ich guck gleich mal. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor das Ganze losgeht. Jetzt gehe ich aber erstmal ins Bett. Ist es morgen Abend oder morgen früh? Ich glaube morgen früh. Okay. Oh! Hofarbeit Stufe 7. Plus 1 Gießkerneffektivität, plus 1 Hackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept Webstuhl. Geil. Und Hydrogel. Schön. Wir haben gut Geld gemacht heute. Aber da haben wir beide gut gearbeitet. Ja, ich habe mal ein paar Goldbarren verkauft, weil die, ich finde ja Gold jetzt mittlerweile in der Mine wie Sand am Meer. Stimmt, ja. Deswegen verkaufe ich immer mal so ein paar davon. 2500 allein für Gold. Wie krass. Das ist sicker Shit. Okay, nett. Dann haben wir jetzt den Tag der Tage. Ja, jetzt müssen wir Zeug abgeben. Oh Mann, ich bin ja gespannt. Oh, wir haben so viel Geld. Okay. Ich möchte mitnehmen. Nein, ups. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, deswegen werde ich mal... Oh, ich bin voll, ja. 3, 4... 5, 6, 7. Ne, warte, wir können doch nicht in die Stadt, ne? 8. Ja, die neue Angel habe ich jetzt schon. 9. Soll ich jetzt noch was für dich mitnehmen für den Fall? Ja, nimm mal sicherheitshalber was mit. Ich meine, ich habe jetzt gut was, wo ich abgeben kann. Aber just in case. Okay. Ich gehe jetzt einmal noch mal kurz ins Gemeindehaus und ist gerade vorbereitet. Oh, ich kann nicht ins Gemeindehaus. Echt jetzt? Ich bin voll, was mein Inventar angeht. Ich kann nichts machen. Ich kann auch nicht zum Meer, um da mein Zeug mal zu machen. Oh, doof. Döf. Also das möchte ich abgeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eventuell noch das. Und... Ich gebe einen Haufen Fische und Minenarbeiterzeug ab. Okay. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir draußen noch was finden. Ja, so Minenarbeiterzeug ist ja auch voll gut. Ja, bestimmt. Oh, jetzt sind alle zu großen Hühnchen geworden. Mega Huhn. Und wir haben 4 Eier. Nein, nicht das Ei essen. Geschäft läuft langsam hier. Ich meine, ich habe einen robusten Ring. Aber dafür brauche ich Erdkristalle. Ich habe Ringe, die ich herstellen kann, aber schön. Nichts. Ich habe den Heiratsring, aber dafür brauche ich. Ne. Oh, hat begonnen. Okay, let's go. 14.000. Also wenn es da was zu kaufen gibt, können wir jetzt mal ein bisschen auf den Kacke hauen. Stimmt. So. Ich komme. Ich muss nur ganz schnell schauen, ob ich noch was ernten muss. Ich finde es halt nur gerade interessant, dass wir noch in, dass die Connection noch steht, obwohl mein Steam offenbar gecrashed ist. Ja, weil halt nur Steam gecrashed ist und nicht das Spiel. Na stimmt, dann ist das wahrscheinlich nicht mit Steam so weit verbunden. Ja. Okay, ich komme. Ha! Ich bin falsch gelaufen. Oh Gott, es ist draußen ein Sturm. Muss doch nur in die Stadt. Ja, aber ich muss doch runter, oder? Nee. Nicht? Einfach nur in die Stadt. Oh. Ich dachte, das ist unten. Nee, ganz normal. Okay, ich laufe gerade umständlich in die Stadt. Bist du schon da, oder? Ich warte, ja. Du, weil das nicht geht. Ich warte auf andere Spieler. Ah. Bin von der anderen Seite gekommen. Hallo! Hä? Deine Sternenmarken gegen Preise eintauschen. Ein Fedora. Ohne Sternfallfrucht?
Ach, da steht, sammle sie alle. Und wir haben eine Vogelscheuche, eine Sammler schon. Und es gibt acht. Große Tag, unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr. Sterntautaler Fest. Falls du mal willst, Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, lass mich wissen. Ah, wir haben also einen eigenen Stand. Abby! Unser Spiel. Ich habe die ganzen Spiele Ah. schon gewonnen. Was jetzt? Oh, wir haben einen Stand zusammen. Trete vor eine Farbe und gebt Okay. eure Wette auf die Chance und welchen verdoppelten Einsatz. Ich Orange. leg mal rein, was ich meine, Achso. okay? Und dann kannst du ja noch mal Wo bist denn du? an unserem Stand, Wo ist denn unser Stand? Ach da. wo ich stehe. Ach da. Ich kann da jetzt gar nichts reinpacken. Ich mache einfach mal und du kannst wieder was austauschen, wenn du willst. Okay. Also meine neuen Sachen, die ich halt reingetan hätte. Ja. So. Oh, das sieht voll hübsch Ich würde aus. vielleicht die letzten, den Ahornsirup und das Gelee austauschen. Okay. Das habe ich mir schon gedacht. Weil das andere ist alles Gold. Schleimige Gurke. Ja, ich glaube, die Seegurke packe ich denn da doch nicht hin. Tausch mal das durchs Gold aus. Okay. Und das durch den Diamanten. Okay. Kein Fisch? Nee, ich denke mal, das ist wertvoller, einfach vom Gedanken her. Okay. Dieses Teil ist wunderschön. Simon liebt es, nicht wahr, Simon? Ach, das ist ein Spiel Tourist. das Schleuderspiel und gewinne Sternenmarken. Okay, spielen wir mal das Schleuderspiel. Oh Gott. Okay. Warte, was soll ich denn machen? Das wird nicht erklärt und ich stehe falsch rum. Ich mache jetzt hier mal das andere. Ich habe auch keine Ahnung. Es kostet nur 50. Warte mal. Ja. Hä? Wie viele Sternmarken möchtest du? Ach, wir können die Dinger auch kaufen. Hä? Verkaufe Sternmarken für 50 Gold das Stück. Warte mal, was ist, wenn Das ist aber wir. teuer. Das ist wirklich teuer. Jetzt ich. Ja, nee, das Wieso brauche ich gar nicht schießt die denn versuchen. nicht? Gib mir mal 20. Also irgendwas funktioniert da nicht. Ein Glück Weil ich beim die Fischen Schleuder noch nie versuchen. Du könntest benutzt viel habe. gewinnen. Gespuckt. Okay. Beim Fischen. Oha. Weil ich die blöde Schleuder noch nie benutzt habe und ich weiß, wie man die verwendet. Also man muss irgendwie so nach hinten anscheinend mit der Maus. 16 Punkte. Das Spiel ist doch rigged. Das ist doch rigged. Hast du es auch gerade gespielt? Nee, ich spiele gerade das Angelspiel, aber ich angel nur Müll. Alter, man angelt echt nur Müll. Das ist doch Ach, rigged. das Stück. Typisch Karnevalspiele. Beim Fischen, aha. Alter, das ist rigged. Ist doch Betrug hier. Hä, was hab ich denn da geangelt? Oh, fuck. Ha! Nein! Ups. Vor allem, warum sehe ich so merkwürdig aus? Ich Wieso bin voll können sie nicht glitscht. angeln? Wieso ging das in dem dunklen Teil nicht? Hä? Angelst du irgendwas hier? Nö. Ich auch Ich nicht. angel nur Müll. Ich auch. Nur Müll. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Jetzt ist meine Angel in meinem Kopf und ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Du musst beim Angelspiel auf den Ton achten. Mach ich doch. Burp, burp, und dann muss es Ja. raus. Ich glaube, mein Spiel ist gecrashed. Nein, und das genau Ich jetzt. habe eine Angel im Kopf und ich kann mich nicht bewegen. Dann bleib ich drin. Ich bin ja der Host und du Ja. startest schnell neu. Ja, warte mal. Hey, ich habe eine Cola geangelt.
Okay, Am irgendwie. Ende des Tons. Irgendwie geht hier gerade gar nichts mehr. Warte mal. Am Ende des Tons? Hört man mich noch? Ja. Ja, ich höre dich noch. Ich habe jetzt in dem. Jetzt ist es gerade richtig fucked up bei mir. Jetzt habe ich hier. Oh Gott. Wartet mal. Ich kann gerade gar nichts mehr machen. Es reagiert gerade Ich gar habe nichts mehr. Sternhaken bekommen. Musst du neu starten? Mein Task Manager funktioniert nicht. Warte mal, doch. Ich komme auf meinen Task Manager, aber. Warte mal. Gut, dass die Zeit hier nicht vergeht. Spiel Steam, einfach keine so Rückmeldung. lange. Ja, eben, in dem Ding passiert ja nichts. Eben. Events, Angelspiel aufgehängt. Okay, gut, das hätte ich vielleicht. Ja, ich kann nichts gerade. Ah, warte mal. Steam jetzt beenden. Vielleicht Kann kann sein, dass ich ich. das gut konnte, weil ich die ganze Nacht durchgeangelt habe. Ja, wahrscheinlich. Und ich angel nie. Ich angel echt nie. Hört sich bei mir. Okay, warte mal. Ich habe schon mal bei unseren Runden erwähnt, dass diese Angelgame-Events arg buggy ist, aber nicht zocken sollte. Scheiße, stimmt, hast du wirklich? Oh! Was denn? Ja, das. Hohl hat mir das wirklich mal gesagt, dass die im Koop wirklich buggy sind. Was ist da, Buggy? Ja, dass es so passieren kann, wie das, was mir jetzt hier passiert, das. Was hast du denn gemacht? Es funktioniert hier nichts mehr. Ich habe hier Steam überall keine Rückmeldung. Yeah, aber Und warum? Was hast du im Spiel gemacht, was Buggy ist? ganz normal geangelt, auf einmal Call mich nicht mehr bewegen. Ach, du hast auch geangelt, okay. Steam. Und er hat dir gesagt, dass du nicht angeln sollst, oder wie? Weil Prozess das verbuggt beenden. ist. Ja, er hat's mir gesagt gehabt. So, ich hab's geschafft, dass ich jetzt schon mal. Ja, ich glaube, ich komme nicht drum herum, meinen PC einmal neu zu starten. Okay. Weil ich hab. Mein Bildschirm ist komplett schwarz, meine Taskleiste existiert nicht. Ja, mach halt schnell. Ist ja kein Ding. Ja gut, ich mache den Stream kurz aus und dann sind wir so.